Und damit moin moin und ganz herzlich willkommen am Sonntagabend zur Hardcore Colonization. Nächste Folge heute wieder auf dem Weg nach Minmus oder immer noch. Wieder, immer noch. Ist es immer noch, wenn man das Raumschiff schon modifizieren musste? Wer weiß das schon so genau? Aber wir werden heute auf jeden Fall weiterfliegen und uns weiter damit beschäftigen, unsere Truppe da sauber hinzubringen. Hoffentlich. Genau, und ansonsten, ach, das war eine spannende Woche. Es sind ganz viele Sachen bei mir noch eingetroffen, die fürs Treffen nächstes Wochenende in Berlin wichtig waren. Alle Reservierungen sind durch, ich habe alles bestellt, es ist alles geliefert worden. Und ich habe für die 2-Jahres-Badges, also die echten, die Real-Life-Badges, das Vorabmuster zu Gesicht bekommen. Habe das einigen als Probe vorgelegt. Das wurde für gut befunden. Und damit ist jetzt auch die Serienproduktion für die 24-Monat-Badges in Gange. Sehr schön. Das wird sicherlich noch eine Woche oder zwei dauern, bis die fertig sind. Aber es geht vorwärts. Es geht vorwärts. Das heißt, die 24-Monats-Abonnenten müssen auch nicht mehr ewig warten. Also 24 Monate plus. Ihr dürft das dann natürlich gerne im Nachhinein noch kriegen. So, und bevor wir uns jetzt in das Thema Raumfahrt stürzen, sage ich noch ganz schnell Hallo. Und zwar an den X-Brady, an Crazy Day, an den Neo, an den Mickey. Den habe ich doch vorhin auch schon gesehen. Genau, den Mickey, den Daniel, den... Da haben sie sich sehr lange unterhalten. Den Torbach Junior, den DJ Genie, den Zermides, Charabel Pablone, den Kalis, den Jujungs, den Mimir, den Philippstar, den Leutnant Lukas und den Brückenpitter Bull, den Euphor, Panavia, Vexen und ich glaube, wir sind durch. Und natürlich auch ein ganz liebes Hallo an alle, die irgendwo auf der Couch rumlurken und sich das Ganze vom Fernseher ausgeben. Auch euch natürlich ein ganz herzliches Willkommen. So, ich hatte Ende der letzten Folge ein Schlepper quasi mit ein bisschen Überlebensstuff hochgeschickt, um damit zu arbeiten. Und den müssen wir heute ankoppeln. Das wird auf jeden Fall schon mal eine Herausforderung. Und müssen zusehen, dass wir den... zusammen mit dem Raumschiff nach Minmus bringen, dann eine Minmus-Landung machen und auch wieder zurückkommen. Da ist nämlich unsere Habitation drin. Das würde alles nicht ganz unspannend, zumal mein Kommunikationsnetzwerk bisher, nun ja, speziell ist. Ihr seht es hier, meine Kommsats sind noch eher, naja, sie existieren, sagen wir es einfach mal so. Sie existieren, aber das kriegen wir alles hin. Wir fliegen die Moontag und wir bringen sie heute... Genau, sehr gut, Crazy. Das ist gut, das ist gut. Robert ist überfordert. Ach Quatsch, Robert ist heute nicht überfordert. Heute ging es, heute ging es. Heute war der Chat sehr übersichtlich für den Start. Alles gut, aber Crazy gibt sich natürlich Mühe. Also ist mir schwer zu machen. So, und das ist unser Moon-Tag. Minus-Tag, Entschuldigung, nicht Moon. Die werden wir heute dahin bringen. Und hier ist es schon so, also wir sind jetzt hinter dem Gefährt. Und hier haben wir es schon überholt. Das heißt, wir sollten jetzt mal ein Manöver vorbereiten, um uns mit dem Gerät zu treffen. Das sieht ganz gut aus. Macht das hier Sinn? 120 Kilometer, wie aufwendig wäre es? Nee. Ich glaube, da kriegen wir es ganz gut da hinten. Jawohl, guckt euch das an. Das ist schön. Da können wir jetzt noch ein bisschen feinjustieren. 3 Kilometer, 2,2, 1,8. Na, kommen wir ran. Nur 7, nur 5. 0,5 ist völlig okay. 129 Meter pro Sekunde. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Moin Hugo, moin Schütze, moin Black
Carson. So. Moment haben wir noch. Ich würde sagen, den nutzen wir mal, um den Hobel hier zurechtzudrehen. Ich habe das ungute Gefühl. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Dass mein Manöver nicht ganz das ist, was ich mir vorstelle. Ich muss mir das nochmal angucken. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Etienne, vielen lieben Dank für 21 Monate Resub. Dankeschön. Und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Du bist ja quasi mit großen Schritten. Auf dem Weg. In Richtung 2 Jahre. Entschuldigung, aber es ist tatsächlich so, dass man denkt, okay, liegt dann also an mir. Das ist aber noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Mit Manöver. Da ist es dann schon vorbei. Also wir überholen es im Moment. Das ist nicht so, nicht das, was ich eigentlich möchte. Man dem eigenen Manöver nicht traut. Ist das dann die Strafe? Jetzt ist irgendwie. Ach, seht ihr, jetzt haben wir auch noch Kommunikationsausfall. Jetzt plane ich erstmal gar nichts mehr. Müssen wir erstmal kurz warten, dass wir wieder Kommunikation bekommen. Das ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich insgesamt. Hey Major, vielen lieben Dank für den 17-Monats-Resub. Dankeschön. Das ist aber auch schon eine lange, lange Zeit, mein Junge. So, ich glaube, wir nehmen jetzt den hier einfach. Zack. Muss ich nicht so lange rumdödeln. Und dann gucken wir mal, dass wir den dann gleich. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, weil meine neue Periapsis fühlt sich nicht an wie über. Ah, das ist das Problem. Okay. Vergesst es. Das kann ich nicht fliegen, dann gehe ich durch die Atmosphäre. Ich muss ein bisschen höher gehen. Einfach um hier das auszugleichen. So, 82 Kilometer. Meine Apoapsis ist momentan bei 75. Das heißt, ich muss auf jeden Fall drüber gehen. So. Schauen wir mal, dass wir es erstmal so machen. Vielen lieben Dank, Major. Schön, dass du vorbeischaust. Abo-Falle. Verdammt, das ist eine Abo-Falle. Du musst das einfach mit Prime. Ach, du machst das mit Prime. Warte mal. Das ist gar keine Abo-Falle. So. Sehr schön. Die Rakete scheint wieder verlässlich die Hälfte der Mission nur zu schaffen. Ich bin gespannt, ob das beim nächsten Mal auch so ist. So. Und los geht's. Kleiner kurzer Burner erstmal. Wir schwingen uns jetzt auf eine etwas höhere Umlaufbahn. Damit wir nicht ganz so viel. So, das kann eigentlich auch schon mal weg. Damit wir nicht ganz so viel Abstand nachher gut machen müssen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das so austüdelt. Der eigentliche Plan wäre jetzt nämlich,
hier, wenn ich Empfang habe, und das sieht gar nicht so schlecht aus, die Kiste einmal zu drehen und so weit hochzuziehen. Warte mal, was jetzt? Jetzt habe ich irgendwie gerade. Okay, wir resetten noch mal ganz kurz mein Gehirn. Jetzt habe ich mich gerade irgendwie selber rausgeschossen. Das war ein bisschen dumm. Ich muss ja noch aufholen. Irgendwie war ich gerade gedanklich genau auf einer anderen Strecke unterwegs. Das ist ja alles völlig okay. Ich will ja ein bisschen tiefer fliegen als er. Eieieiei. Was ist denn, was war das denn für ein Aussetzer? Jetzt aber. So, genau. Einmal kurz Reset vom Gehirn. Und dann fliegen wir unsere Apoapsis mal auf 82 Kilometer runter. Da ist sie ganz gut aufgehoben und dann sollten wir langsam aufholen. Weil so ist das ja Blödsinn. So. Das ist ja Blödsinn, was ich hier gerade gemacht habe. Aber ihr seht, ich bin vor solchen Aussetzern nicht gefeit. So, jetzt sollten wir nämlich langsam aufholen. Wir können uns dann langsam ranschleichen. Schon reif fürs Wochenende. Naja, ganz so schlimm ist nicht. Jetzt sind wir hier auf. Ich weiß es gar nicht, wie genau, wie viel es ist. Mal gleich sehen. Den Kyrbonauten geht es aber soweit gut. Die haben gutes Entertainment an Bord. Soweit erstmal. Das ist schon das Ziel gesetzt lassen. Lucien, schönen guten Abend. Wir fliegen hoffentlich heute zum Mimus, wenn ich nichts total verreiße. 63 Kilometer, ich denke mal noch ein Orbit und dann. Dann haben wir es. Dann kann ich im nächsten Orbit die Feinjustierung vornehmen. Und dann werden wir uns gemütlich an das Ding andocken und es nach Mimus tragen. Soweit zumindest der Plan. Schon schief gehen? Ja, ich hoffe mal, dass das schief gehen wird. Also nicht schief gehen wird. So, das sieht gut aus. Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen gucken. Also, wir sind dann noch nicht ganz dran. Wenn wir jetzt hier einen Müh bremsen noch mal, müsste das. Unser Encounter ganz angenehm zueinander bringen. Sieht gut aus. So machen wir das. 1,2 Kilometer. Meine Güte, jetzt aber. So. Ein winziger Schub. Und dann sind wir auf hoffentlich alles vorbereitet. Hoffentlich. Also natürlich, ich verliere jetzt gleich wieder den Kontakt. Aber ich habe da eigentlich Relays auch fliegen, das müsste ganz gut hinhauen. So, unsere aktiven Missionen sind Satellit, Sandstone, Explore Mimus immer noch, Kerbin Space Station und Mimus Program. Ich denke, heute zählt's. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass wir das heute hinbekommen. Ich bin wirklich zuversichtlich. Ein winziger Schub für einen Kyrbonauten. Genau. Ein großer Sprung für unser Raumfahrtprogramm, hoffe ich. Mimus ist halt immer so die erste Herausforderung, ne? Gerade am Anfang, ihr kennt das ja auch noch von der letzten, Staffel sicherlich. Es ist halt das erste Mal ein wirklich großer Anspruch an die Rakete, was Habitation angeht, weil man das nicht eben mal abfeiern kann.
Und da man technologisch noch relativ am Anfang steht, hat man natürlich so ein bisschen die Herausforderung, dass man sich damit beschäftigen muss, wie man das jetzt konzipiert bekommt. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Schlepperraumschiff, das gleichzeitig ein Wohnmodul mitbringt, eben damit man die Kerbals bei Laune hält für diese Flugzeit. So, und wir gehen jetzt schon mal Retro-Target. Gut, wir haben noch einen kurzen Moment. Was habe ich getan? Ich bin ein bisschen tief durch die Atmosphäre durchgegangen. Ich hoffe, das bremst uns jetzt nicht zu sehr. Eieieiei, wir kommen auf 67 Kilometer runter. Das müsste okay sein. Das ist nicht gut. Das ist sogar sehr, sehr unschön. So, ich gehe mal auf Orbital Prograde, dass wir so wenig wie möglich Luftwiderstand anbieten. Aber ihr seht, das Bremsen schon ein Stück. So, ich habe mal wieder ein bisschen nachgeboostet. Zumindest das nicht ganz so. Airbrake, genau. Zumindest das nicht ganz so trifft. So, jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir langsam wieder raus aus der Nummer. Beginnen wieder zu steigen. Entfernung sagt im Moment 900 Meter prognostiziert, wenn wir ihn nachher treffen. Das wird sich jetzt noch ein bisschen verschieben. Durch unseren kleinen Atmosphärentaucher hier. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. So, nochmal einen ganz winzigen Schub. Ich überlege gerade, ob wir das eventuell. Das machen wir über Monoprop. Anonymous, vielen lieben Dank fürs Follow. Anonymous? Warum denn Anonymous? Was ist denn da passiert? So. Genau, Lucien. Ich würde auch gucken, wenn du das erste Mal eine Basis brauchst. Es ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Wenn du dich noch sehr unwohl fühlst mit den Mechaniken, kann Moon interessant sein, weil du halt sehr schnell Evakuierungsmissionen fliegen kannst. Du bist sehr viel schneller da. Der Fairness aber muss man sagen, wenn man es wirklich drauf anliegt, kann man auch in 4 Stunden beim Minmus sein, ohne größere Probleme. Minmus wiederum ist einfacher, die Basis zu landen, weil die Schwerkraft halt niedriger ist. Aber wenn du da Mist baust, wie gesagt, du musst halt dann Gas geben, um da hinzukommen, weil der normale Minmus-Anflug ist halt sehr, sehr länglich und kann zu einem Problem werden, tatsächlich. So. Jetzt sind wir mal gespannt. In 7 Minuten sind wir da. Ich gehe gleich auch nochmal auf den guten Zeitraffer, sobald wir hier aus der Atmosphäre wieder rausgetaucht sind. Das war etwas unelegant gelöst von mir. Muss man sozusagen. So, so klappt es auch mit der Annäherung ein bisschen schöner. So, wir kommen auf 900 Meter ran. Und jetzt können wir uns schon mal Retro-Target drehen. Ah, tatsächlich kann man mit relativ wenig Aufwand die Anfluggeschwindigkeit nach Minmus relativ weit nach oben bringen. Also ich sag mal jetzt, vielleicht nicht 4 Stunden, aber so in 2 bis 3 Tagen kann man sehr, sehr schnell da sein, wenn man will. Also ohne, dass man riesen Raketen bauen muss und ohne, dass man riesig bremsen muss. Also nur mal so als Tipp,
Man muss vor Minmus nicht so riesig Angst haben. Man kann auch viel der Habitation mit Geschwindigkeit erkaufen. Der Rückflug wird halt ein bisschen zäh. Also das Risikobehaftete ist eigentlich eher der Rückflug als der Hinflug. Weil dieses Zurückfallen, das dauert halt einen Moment. So, wir werden jetzt einmal die Geschwindigkeit angleichen. Genau, mit Life Support. Ohne Life Support würde ich auf jeden Fall sagen, ist immer Minmus die bessere Wahl, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat. Weil es einfacher ist. Und das kommt dann immer auch darauf an, was man damit machen will. Wenn man zum Beispiel tanken möchte, ist auch Minmus deutlich einfacher, weil die Gravitationsverluste halt einfach signifikant geringer sind. Weil euer Himmelskörper, an dem ihr euch bewegt, halt fast keine Gravitation hat. Ne? Hashtag Minmus. So. Freunde der Nacht. Wir gehen das Risiko heute mal wieder ein, oder? Tun wir. Richtung kommen wir. Das sieht ganz gut aus, oder? Ja. Ich bremse das jetzt mal ab. Tageslichtseite noch. Ja, ich glaube, das wird ein Docking im Dunkeln. Ja.
es läuft, dann läuft's, ne? So. Start Habitation. So, und dann sollten wir jetzt hier nämlich ganz gut vorbereitet sein. Das sieht gut aus. Licht können wir auch mal anmachen, einfach weil es geht. Und das da machen wir im Moment mal aus. Zack. So, jetzt würde ich nämlich auch noch mal gucken. Hier haben wir jetzt noch relativ gut Sprit drin. Hier in der Mitte müsste noch voll sein. Die Außengondeln nicht mehr ganz so sehr. Ich würde jetzt die Außengondeln einmal noch befüllen. Weil wir es ja mittlerweile können. Aus dem großen Tank. Oh, können wir nicht. Weil die Dinger... Können wir nicht ausgründen. Na gut, ist aber auch nicht so wild. Letzten Endes ist alles gut genug versorgt. Okay, dann machen wir das so. Wir haben im Moment... Das ist jetzt mal irgendwie stagingmäßig in eine Reihenfolge bringen, die Sinn macht für ihn. So, irgendwann... 1447 Delta V. Ich hoffe, das ist keine Lüge. Wir müssen das Modul so oder so mitnehmen. Also es ist völlig egal eigentlich, wie viel Delta V wir da drin haben. Oh, das sieht aber gut aus, dass wir eventuell uns die Inklinationsanpassung sparen können. Ich glaube, wir haben einen günstigen Zeitpunkt erwischt. Das wäre natürlich sehr schön. Das würde vieles einfacher machen. Ich glaube, das kann funktionieren. Sehr gut. Wir kriegen ihn. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und wir sind dann auch in 6 Tagen da. Für 920 Delta V. Und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir einmal Control from here spielen, damit das die richtige Richtung natürlich ist. RCS kann aus. So, der dreht sich jetzt sehr, sehr zäh. Achso, wir könnten auch die Kamera mal wieder ein bisschen lockern, damit ihr nicht irgendwann in euren Monitor reinspeit, weil sich alles mitdreht. So, und dann haben wir eine relativ lange Burn-Time. Warte mal. So. Wir haben noch ein Stück. Strom sieht gut aus. Habitation sieht gut aus. Essen 70 Tage Supplies. Also alle sind hochzufrieden. Leider erst die erste richtige Mission für Antrax. Deshalb haben wir noch nicht ganz so viele Manöver auf dem Piloten. Aber ich bin zuversichtlich. Und dann werden wir uns jetzt gleich rausbeschleunigen. Das wird ein etwas längerer Burn werden. Aber sollte... kein Drama darstellen. Ah, ich hoffe, wir tauchen nicht durch die Atmosphäre durch. Das wird... Mal sehen. Mal sehen. Wir haben einen relativ knackigen Anstellwinkel hier. Mal sehen, was da so passiert oder nicht. Der Antrax macht das schon. Ich bin zuversichtlich, dass wir ihn diesmal nicht aus dem Orbit retten müssen. So ist er ja in unser Raumfahrtprogramm gekommen. So, Feuer frei. Ich habe 5 Minuten Zeit für euch. Das Einzige, was ich ab und zu mal überprüfen muss, ist, dass wir es hier nicht übertreiben. Ich hoffe, dass sich das halbwegs ausgleicht mit der Zeit. Müsste aber eigentlich. So, gute Zeit für eine Runde leckere Mate. Ich habe heute beschlossen, ich trinke das Koffeingetränk mal zuerst. Dann ist das vielleicht abends mit dem Schlafen ein bisschen einfacher. So, wie gesagt, relativ lange Burntime, aber auf einem sehr effizienten Triebwerk. Das sieht auch ganz gut aus, wenn die Delta-V-Werte so alle passen, wie sie im Moment angezeigt werden. Dann müssten wir... Aber man kann crossfeeden. Warum könnt ihr nicht miteinander crossfeeden? Wahrscheinlich, weil sich Crossfeed irgendwie an die Crossfeeding-Rules hält.
und irgendein Teil hier nicht crossfeeden kann und will. Egal. Wir werden es eh verbrauchen. So, Höhe 78 Kilometer, das ist alles super. Ja, aber der Flight Academy hat bestanden. Das kann ich nicht beurteilen. Wir haben ihn aus dem Orbit gerettet und er hatte schon einen Stern. Ja, ja, ja. Deshalb weiß ich das nicht so genau, ob er wirklich qualifiziert ist. Wie du es am besten timest, einen Lander wieder hochzuschießen vom Mond. In Orbit jederzeit. Du kannst ja aus dem Orbit dann einfach nochmal neu ansetzen. Also ich würde immer über einen Park-Orbit gehen. Das gibt dir sehr viel mehr Zeit, Manöverplanung zu machen. Von daher, die Zeit ist always. Außer du willst was Bestimmtes treffen oder sowas. Aber du musst nicht in einem Schwung nach Kerbin zurück. Du kannst auch einfach erstmal in Park-Orbit gehen, von da aus weiter. Das ist nicht weniger spriteffizient. Und Vitali, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kerbonauten und ganz viel Spaß beim Zugucken wünsche ich dir. Das wäre zu einfach. Tja. Und dann willst du starten, wenn du auf der Seite des Mondes bist, die gegen die Umlaufrichtung läuft, plus ungefähr 10 Grad nach außen. Ich hoffe, das war unverständlich genug erklärt. Dann willst du starten und brennen in Richtung 90 Grad, also in Drehrichtung des Mondes. In einer Ignition dran docken. Das verstehe ich nicht. Also in einer Ignition dran docken? An was docken? In einer Ignition sowieso nicht. Du wirst immer irgendein Rendezvous fliegen müssen. Also mit einer Ignition kriegst du es niemals hin. Weil du das andere Raumschiff immer mit mehreren, wahrscheinlich 100 Meter pro Sekunde Unterschied treffen wirst. So, das Höhending hat alles ganz gut funktioniert. Wir steigen jetzt auch schon wieder fröhlich. Sieht alles ganz gut aus. Also mit nur einer Ignition irgendwie dein Orbitalmodul zum Beispiel wieder erwischen, das klappt leider nicht. Da muss ich dich enttäuschen. So, wir schieben uns jetzt raus. In Richtung Windows und können jetzt auch mal die gesamte Funkgewalt dieses Raumschiffes anschalten. Der Lander ist gar nicht so hässlich geworden. Ich glaube, der gefällt mir sogar sehr. Welchen Planeten sollte man nach Minmus benutzen? Also es kommt immer darauf an, was du machen willst. Wenn du sagst, ich will einfach nur in Orbit bei was anderem fliegen und einen Mond besuchen, dann kann Eve mit Gilly auch sehr interessant sein. Ist auch easy zu erreichen. Eigentlich sogar ein bisschen einfacher als Duna. Aber Eve-Landung ist halt Horror. Also die Landung ist meistens noch ganz okay, aber die Rückkehr ist völliger Horror. Das ist so eine der schlimmsten Sachen, die du im KSP machen kannst. Deshalb fliege ich persönlich danach immer gerne nach Duna als nächstes. Weil Duna zwar ein Müh schwerer zu erreichen ist als Eve, aber ja. Dafür ist der Planet nicht ganz so der Hass. So, das ist gerade nicht ganz so effizient, was wir veranstalten, aber muss jetzt einfach. Da unsere geniale Rakete leider nicht ganz so eine hohe Thrust-Rate-Ratio hat. Wie ihr seht, wir sind jetzt bei 0,45. Dafür haben wir halt eine sehr hohe Effizienz. Es kommt immer zu einem Preis, ne? Es kommt immer zu einem Preis. So. Mal gucken, ob wir da noch... Da werden wir sicherlich nachsteuern müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber mal gucken, wie schlimm wir nachsteuern müssen. Auf jeden Fall an der Sonne vorbei. Das ist schon mal gut. Also an Kerbin vorbei, wieder in die Sonne. So meine ich das. Und damit ihr meinen Gedankengängen da halbwegs folgen könnt. Das Manöver wird nicht ganz exakt klappen. Fire
Sieht, wir haben da schon eine leichte Abweichung, aber mal gucken. Jetzt wandert er mir natürlich. Aber das reicht mir. Mehr will ich gar nicht. Ich will einen Encounter haben. Das habe ich in 7 Tagen. Sehr gut, Freunde, sehr gut. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch den Flug dahin aussitzen. Ich gucke mal sicherheitshalber nach. Das glaube ich nicht. Das sieht schon wahrscheinlicher aus. Von Köln aus im Polarort gegangen. Das kann man auch machen. Das ist im Prinzip das, was ich hier jetzt gerade getan habe. Wenn du dich vorher festlegst und sagst zum Beispiel, ich weiß, dass jetzt... also du kannst dich dann so drehen, dass du sagst, okay, ich habe hier diese ungefähr ein Sechstel oder was das ist, der Dings. Dann gehst du auf genau diesen Polarorbit und schießt dich dann so raus. Kann man tun. Also es ist nicht per se falsch. Von daher, ja, kann man machen. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist natürlich ein bisschen spriteffizienter, einfach dadurch, dass wir auf dem Äquatorialorbit gestartet sind. Ein Polarorbit ist immer ein bisschen Delta V aufwendiger, aber wir sprechen davon bei Kerbin 1-200 Delta V, also das ist jetzt nichts Wildes. Also ja, valides Manöver. Kann man so machen. Kann man definitiv so machen. So, ich würde mal sagen, da wir hier gerade keinen wirklich nennenswerten Auftrag haben. Ja, 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 doch. 5 Tage Warp sollten machbar sein. So, sieht gut aus. Unser Live-Support hält. Unser Strom hält auch. Also die Rakete scheint an sich ihren Job zu tun. So, wir haben jetzt noch einen guten Tag bis zum Encounter. Ich gehe mal noch ein bisschen näher ran. Dann müsste langsam schon irgendwo Minmus auftauchen. Da. Sehr gut, dann lasst uns hier mal reinwarpen und eine Bremsung anstellen. Als nächstes. So, das ist besagter Satellit, ne? Aber ich glaube, den hatte ich verworfen, noch mitzunehmen. Aus irgendwelchen Gründen. In diesen Orbit reinschleichen? Nee, eigentlich nicht. Könnten aber, ne? Mal gucken, ob das so stumpf ginge. Das wäre natürlich sexy. Es wäre nur so halb der Vertrag, den wir eigentlich machen sollen, aber... Kostet uns das schon beträchtlich. Schon beträchtliche Kosten hier. Und das ist auch falsch rum. Das kommt noch dazu. Es ist auch falsch rum. Nee, wir machen eine normale Bremsung. So. Oder gehen wir... Wenn wir den minimal nach oben ziehen. Und dann bremsen. Haben wir ihn eigentlich schon fast, ne? Fast 359. Probieren das mal. Wie teuer kann es werden? So, wir haben noch genug Delta V, um solche Spielchen zu machen. Lasst es uns probieren.
Genau, der Schuss in den Minmus Polar Orbit würde sich wahrscheinlich Delta V-mäßig. Vielleicht kannst du dir eine Handvoll Delta V sparen, wenn du es. Also wirklich so im Bereich 4, 5 Delta V. Wenn du sehr exakt triffst. Aber also nichts, was den Aufwand lohnen würde. Aber du sparst dir natürlich die Inklinationsanpassung an Kerbin. Naja. Nicht per se falsch. Es sieht so aus, als ob schon wieder die Mission immer zur Hälfte. Schon wieder zur Hälfte zerstört wird. Ich werde jetzt mal einen schnellen Bugfix probieren. Während ich das hier brennen lasse. Ich habe eine Vermutung, woran es liegen könnte. Das wird jetzt nicht bei dieser Mission natürlich greifen, aber vielleicht ja bei der nächsten. Das ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber wir können es mal probieren. Mehr als nicht funktionieren kann es ja nicht. So, in einer halben Stunde wissen wir mehr. See how I'm ignoring you, Herr Spanker. How I'm totally ignoring you. So, mal gucken, ob der mich als unbemannten Satelliten wertet. Das wäre natürlich. Das wäre natürlich sehr sexy, weil im Prinzip war die Kiste ja mal unbemannt. Oder unbekörbelt, wie es ja korrekterweise heißen müsste. So. Zack. Ich glaube, das reicht erstmal. Ja, das reicht erstmal. So, dann müssen wir da oben nochmal kurz bremsen. Wir haben Zeit, oder? Ja, wir haben sowas von Zeit. Alles ist gut. So, wir gehen jetzt retrograd. First flyby of the sun. I've entered orbit of the sun. I don't think so, aber vielen lieben Dank. Da hat irgendwas gebuggt, würde ich sagen. Ich wüsste nicht, dass ich an der Sonne vorbeigekommen bin. Mir ist es zumindest nicht aufgefallen. Ich war die ganze Zeit im Minmus Flyby. Aber wir wollen uns nicht aufregen. Wir wollen uns nicht über solche Kleinigkeiten aufregen. Geld nehme ich immer gerne an. Besonders dann, wenn es ungerechtfertigt ist. Zumindest innerhalb von KSP. Das ist doch nett. Das ist doch nett, dass wir uns einfach ein bisschen Kohle überweisen. Auch wenn natürlich mit dem aktiven Minmus-Programm nicht so viel Kohle jetzt bei rumkam. Ja, vielleicht auch ein Trümmerteil, ja. Wer weiß das schon. Ich bin's auf jeden Fall nicht. Ich bin's nicht. So, jetzt bremsen wir hier noch ein bisschen. Zack. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also, wir sind ja prinzipiell schon mal in die richtige Richtung unterwegs. Dann haben wir hier den Descending Node. Zack. Ascending, Descending Node gerade. Das heißt, hier machen wir unser Manöver gleich hin. So, wie schlimm ist es? Ist ja nix. Wir probieren den Orbit mal zu erreichen. Und wenn wir es nur dadurch erfüllen, dass wir das Modul hier oben stehen lassen, während wir mal eben stumpf unterwegs sind und eine Landung machen. Ich muss noch die Stelle gut treffen. Dann müssen wir den noch ein bisschen einbremsen. Alles ist gut. Hervorragend. Ja,
Warp zunächst mal über. Das dauert noch einen kurzen Moment. So, dann drehen wir die einmal. Da haben wir einen schönen 18 Sekunden Burn. Dann haben wir doch den Sprit aus dieser Rakete hier schon mal sinnvoll ausgegeben. Vielleicht bin ich ein cooler Typ und baue nachher gleich noch einen Satelliten. Ich habe gerade eine ganz wilde Idee, dass wir tatsächlich einen Satelliten hier lassen für Kommunikation. Einfach weil es geht. Mal sehen, ich muss mal gucken. Hatte ich Neo? Ich hatte Neo einen Schraubenzieher mitgenommen, oder? Neo, ich habe eine ganz verrückte Idee. Die wird dir nicht gefallen. Ah doch, du wirst Spaß dran haben. Du wirst sehr viel Spaß dran haben, glaub mir. Glaube mir. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, ich habe eine wilde Idee. Wilde Idee. Aber erstmal machen wir die Korrektur hier. Erstmal machen wir die Korrektur hier. Und drehen unseren Orbit. Was Mimus eigentlich hin? Mimus ist weg. Ah, da. Ist sie ja, die grüne Kartoffel. So, und jetzt müssen wir gleich einmal noch die restlichen Orbit-Parameter halbwegs anpassen. Ich meine, wer bin ich, einfaches Geld liegen zu lassen, ne? Es ist halt einfaches Geld. Das lässt man nicht auf der Straße liegen. Okay, jetzt müssen wir Orbital Retro gehen. Erfahrungsgemäß drehe ich mich immer erstmal Prograde. Tue ich auch hier. Langsam kriege ich Bammel. Nee, tatsächlich überlege ich, in dem Transportraumschiff, was ich angedockt habe, ist ein Probe-Core drin. Das ist meine Überlegung. Ich habe 4 Antennen mit dabei, davon könnte man 2 wegnehmen. Und ich habe auch mehr als genug Solarpaneele. Probe-Core plus Antennen plus Solarpaneele, wenn man in der richtigen Umlaufbahn ist, ergibt einen einwandfreien Satelliten, den wir einfach on the fly zusammenbauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich den da ausgebaut bekomme. Das ist das Einzige, was mich tatsächlich ein bisschen wurmt, dass ich nicht weiß, ob ich den ausgebaut krieg. Den Probe Core. Das wäre meine einzige Sorge. Es kommt ein bisschen drauf an, wie ich gebaut habe. Mal sehen. Wir werden sehen, ob es klappt. Dumme Ideen darf man ja trotzdem haben. So, dann Bremsung in den Orbit rein. Zack. Nächstes Manöver. 2 Stunden. So. Bremsung. Dankeschön. So, das wird nur eine ganz minimale Anpassung. Mit der wir unser Apoapsis ein bisschen rumdrücken. Check. So, und jetzt müssen wir einmal zur Apoapsis und da einen Bremsburn machen. Und dann müssen wir nochmal zu Periapsis und da einen Bremsburn machen. Dann sind wir eigentlich durch mit der Nummer. So. Ja, Smartphone-Tastaturen ist die sehr schlechte Kombination von unglaublich kleinen Tasten mit, wenn man Pech hat, sehr dicken Fingern. Ich gehöre auch zu denen, die eh schon die Tasten nicht treffen und dann kommt auch noch Autocorrect dazu. Was es im Regelfall nicht besser macht. So. Wie geht's denn allen so insgesamt? Insgesamt sind alle sehr glücklich.
Sehr gut. Jetzt bringen wir uns noch an die Apoapsis ran. Bremsen. Herunter. 359, oder? So, good enough. Zack. Warp hier. Und dann bremsen wir da nochmal. Auf einer Apoapsis von 384 Kilometern. Und dann schauen wir mal, wie er das bewertet. Weil wir haben das grüne Häkchen, weil wir als unbekörbelte Probe gestartet sind. Mit dem Raumschiff. Das wäre natürlich wahrscheinlich nicht ganz im Sinne des Erfinders, aber good enough for me. Wie gesagt, good enough for me. Ich würde es für mich gelten lassen. Ich würde das Geld annehmen. Ich bin da nicht so. So, jetzt müssen wir nochmal drehen kurz. Das habe ich ein bisschen verplant jetzt. Moin Hugo. Na? Nautzorg, vielen Dank für den Sub. Den habe ich irgendwie nicht mitbekommen, merke ich gerade. Ich sehe ihn gerade nur auf der Liste. Und das ist auch schon 19 Minuten her. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, du bist noch da. Und natürlich danke für den Sub und ganz viel Spaß mit den Kirby-Emotes. Sorry, es ist die schon länger hier sind, können ihr das bestätigen. Du bist da keine Ausnahme. Ich habe das Gegenteil von dem, was man eine Fokusschwäche nennen würde. Wenn ich irgendwas mache, führt das meistens dazu, dass ich nichts anderes mehr mache. Ta-da-da-da! Auftrag erledigt. Das war ja easy. Okay, lasst uns in einen niedrigen Orbit runtergehen, damit wir von da aus arbeiten können. Ich arbeite jetzt einfach aus dem Polarorbit raus. Ich wechsle nicht nochmal auf einen Äquatorialorbit. Hat eine Chat-Leseschwäche. Ja, ich habe auch eine Chat-Leseschwäche. Das ist ein kompliziertes Wort, Freunde. Aber ich habe auch so, glaube ich. Ich habe das Gegenteil von ADHS. Das absolute Gegenteil. Ich habe Aufmerksamkeit. Was ist das Gegenteil von Defizit, wenn man vor irgendwas zu viel hat? Das Aufmerksamkeitsüberflusssyndrom? Können wir das erfinden? Ich hätte auch gern mal irgendwas, was kein anderer hat. So. Eine Suffizienz. Ja. Übersuffizienz. Nee, böse meine ich das sowieso nicht. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Niemals würde ich das böse meinen. Gut. Ich nenne Kontinenz. Also, ja, hier möchte ich die Diskussion dann gerne abbrechen. So, wir machen jetzt den Orbit fertig und dann steige ich mal kurz mit Neo aus. Für den Inkontinenzspruch muss er jetzt leider was am Raumschiff umbauen. Minjung. Das können wir so nicht im Weltall stehen lassen. If you know what I mean. Gleich rächt er sich. Ja, wir suchen dir ein kleines schwarzes Loch und spaghettifizieren dich da. So. Zack. Sehr schön. Und dann wird hier erstmal kurz der Orbit gerade gezogen. 30 Kilometer sind angesetzt. Das kriegen wir natürlich hin. Außer uns geht voll der Sprit alle. Aber ich bin eigentlich ganz unbesorgt. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus, dass das auch spritmäßig ganz gut klappt. So.
Guck mal, haben wir noch 137 Delta wie übrig. Gut, jetzt muss der Neo mal ran. Ich hoffe, er hat sich die Haare schön gekämmt vorher. Denn wir werden jetzt mal was ausprobieren. Nämlich einen Satelliten zu bauen on the fly. Es gibt eine Sache dabei, wo ich nicht ganz sicher bin, ob die funktionieren wird. Die müssen wir als erstes ausprobieren. Die ist aber auch nicht gefährlich für ihn. Auch wenn seine Lippen schon schlackern vor Angst. Das ist ein lustiger Bug. Meine Kosmonauten singen immer, wenn sie im Weltall sind. So. Und zwar hat das was hiermit zu tun. Da drin ist nämlich der Probe Core, meine ich. So. Ich meine, da drin habe ich den Probe Core aufbewahrt. Und wenn ich Glück habe, ist das nicht das Root Part. Das scheint zu funktionieren. Okay. Jetzt müssen wir noch ein paar andere Sachen machen. Wir machen Sachen. Nämlich, wir müssen das da mal nehmen. Ich muss jetzt ein paar Bauteile. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kriege die nicht in meinen Rucksack rein. Da bin ich ziemlich sicher. Huch. So. Haben wir's? Haben wir. Gut. So, wir nehmen uns nämlich mal eine Antenne mit. Aber ich, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die nicht, ja, nicht in meinen Rucksack bekomme, aber ich kann mich einfach ranrobben an die Nummer. So. Aber es funktioniert. Shit, das war, was ich befürchtet hatte. Das hatte ich ein bisschen befürchtet, dass sowas passiert. Ah, jetzt muss ich mal gucken, wie ich den wieder eingefangen kriege. Dass der mir wegfliegt einfach. Ein bisschen aufpassen, dass ich den Neos Anzug nicht überfordere. Schön hier geblieben, Freundchen. Vielleicht klappt das nicht so gut, wie ich es mir gedacht habe. Aber es war ein Versuch wert. So, wohin driftest du? Okay, ich glaube, wir sind richtungsmäßig ganz gut unterwegs. Noch auf ihn warten. Hoffen, dass er. Kommt ein bisschen zu tief rein. Kommt ein bisschen zu tief rein. Wenn wir ihn irgendwie erwischen. Das ist nicht einfach. Das ist jetzt echt nicht einfach. Ganz klassische Kopfnuss. Zu viel. Zu viel, shitty. Halt! Halt. Mein Diggerchen. Halt. Ah, wird halt immer schneller, ne? Nee, ich kann ohne festhalten, wird das nix. Okay. Bauprojekt Satellit hiermit gescheitert. Ist egal. Können wir auch mit leben. Mal einen Versuch wert. Das Problem ist, dass ich sie nicht richtig festhalten kann, ne?
Nicht angesprochen. Ich hätte irgendwas zum Ansetzen gebraucht. Irgendwie, ich muss das nächste Mal mal so ein bisschen Baumaterial mitnehmen. Aber ist nicht so wild. So. Also die Lektion ist, so einen kleinen Gitteraufsatz mitzunehmen oder sowas. Aber ich hoffe, die Idee war erkennbar, was ich davor hatte. Wie gesagt, ich hätte gerne ein Solarpanel und eine Antenne oder so rangebaut oder zwei Antennen. Das hätte, glaube ich, ganz gut geklappt. Aber ist jetzt halt so. So, jetzt kommt ein bisschen der riskante Part. Wenn es richtig dumm läuft, reicht die Habitation nicht. Aber eigentlich sollte alles cool sein. Und jetzt hat das Ding natürlich gar keine Steuerung mehr, ne? Da müssen wir mal gucken, wie wir das lösen. So, wie geht's dir Habitation-mäßig? Also ich muss dann beim Andocken echt aufpassen. Weil das Ding rotiert jetzt also natürlich komplett willenlos. So, ich bin gespannt, wie wir ohne die anderen Supplies arbeiten werden. So, jetzt gucken wir mal, wo wir schon waren. Wir haben schon besucht. Haben wir Mindus noch? Wir waren doch schon auf Mindus. Wir haben halt nur noch keine Flagge gesetzt, meine ich. Okay, das heißt, es scheint aber laut der Anzeige relativ egal zu sein, was wir hier treiben oder nicht treiben. Dann. Let's do this! So, und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt werden wir nämlich gleich die Habitation von dem da verlieren. Nach dem, ich weiß gar nicht, 250 Meter oder so. Auf jeden Fall setzt das gleich aus. Habitation 14 Tage. Okay, sieht aber noch gut genug aus. Das kriegen wir hin. Okido, dann lasst uns landen, würde ich sagen. Ich gehe ziemlich direkt jetzt runter. Können wir hier auf diesem Plateau parken? Und da mal gucken, was das Leben so bringt. So, ich glaube, wir sind insgesamt ganz gut vorbereitet. Lasst uns was Gutes draus machen und dann schauen wir, dass wir ein paar Biome hoppen. Solange der Treibstoff uns noch wohlgesonnen ist. Weil wir kommen hier von dem Plateau ganz gut darunter. Aber jetzt machen wir erstmal unsere Primärmission fertig.
Kampfgarten. Moin. Na, habt ihr fertig gekörbelt? Da kommst du richtig pünktlich zu einer Minmus-Landung und wer gelandet ist, darf auch sein Bier aufmachen. In diesem Sinne, Prost und ganz herzlich willkommen. Sehr schön. Na, das war doch eine gute Landung. Da hinten fliegt der Rest von unserem Schützenfest. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal unseren Aufgaben nach, oder? Tatsächlich war ich noch nicht auf Minmus. Sind wir uns sicher? Ach stimmt, ich habe abgebrochen vor der Landung. Ich habe den Orbit... Ich habe den Orbit nur gemacht, weil ich die Mission noch unbedingt haben wollte. CCC. Sehr gut. Jetzt. Ich hatte vorzulanden, habe es aber nicht getan. Genau, weil ich den Auftrag noch nicht bekommen habe, sondern erst zurückkehren musste. Das hat in meinen Kalkulationen nicht ganz hingehauen. Deshalb jetzt, ich hatte so fest vor, dass mein Kopf gesagt hat, oh, natürlich hast du das gemacht. Stimmt aber gar nicht. Das war gelogen, lieber Kopf. So. Zack. Was haben wir alles Schönes mit dabei? Fuel Cells. Life Support läuft. Hier sind unsere Experimente. Die müssen wir jetzt mal fröhlich deployen und ausführen. Zack. Pressure Data, zack. Dann natürlich das Advanced Material Bay. Muss auch einmal benutzt werden. Dann haben wir hier noch das Goo Bay. Sehen echt schön aus. Ich finde die Experimente auch von der Animation her echt schick gemacht. So. Dann einmal den Crew Report. Zack, und dann würde ich sagen, ist unser Wissenschaftler der Erste, der hier mal raus muss. Denn es gibt ein bisschen Wissenschaftsdaten einzusammeln. Und, genau, die Flagge können wir tatsächlich diesmal setzen, weil den Escape haben wir schon gemacht. Den Escape haben wir schon gemacht. Huch. Oh, ich bin irgendwie jetzt geragdollt gerade. Den Escape haben wir in der letzten Mission schon gemacht, deshalb können wir heute die Flagge setzen. Oder weshalb weißt du mich darauf hin, Almesche? Letztes Mal hatten wir noch darüber diskutiert, das eben nicht zu tun. Aber das hat sich ja quasi erledigt. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken. Eine Bodenprobe nehmen wir auf jeden Fall schon mal und natürlich auch einen EVA-Report gleich. Gibt es nicht eine Mission? Die Mission habe ich auch schon angenommen, meine ich. Ich gucke gleich nochmal nach. EVA-Report, zack. Surface Sample, zack. Ich meine, ich habe nämlich die Flagge extra auch angenommen. So, Green Sandstorm müssen wir machen. Nee, habe ich nicht. Können wir gleich noch nachgucken. Guter Punkt. Guter Punkt. Green Sandstone. Tja, suchen wir doch mal nach Green Sandstone, würde ich sagen. Wir haben ein bisschen Zeit. Das ist jetzt wieder irgend so ein Dödelstein, der hier irgendwo rumliegen wird. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, welcher es sein wird. Deshalb müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken. Irgendeiner wird es sein. Guter Punkt. Guter Punkt. Kommen weniger Minmus-Verträge. Prinzipiell. Das ist ja schon mal nicht. Schwupp. Green Sense. Und da hinten sind viele Steine. Mal gucken. Der da sieht interessant auch aus. Da ist auch noch so ein kleiner.
Das Schöne ist, dass man auf Minmus halt echt angenehme Strecken überbrücken kann. Ich weiß nicht, ob so einer ist. Ich glaube nämlich nicht. Aber das werden wir rausfinden. Wenn man reinlaufen kann, ist immer ein ganz schlechtes Zeichen. Die ein bisschen anders aussehen als die anderen? Hier sind nochmal so drei verschiedene. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel rausrotze jetzt. Jetzt gehen wir hier mal die verschiedenen Steine, die gehe ich jetzt wirklich ab. Und dann muss ich mich erstmal auf den Rückweg machen. Mui. Das ist schon mal keiner. Gucken. Ah, es scheint wieder die Hälfte kaputt zu sein, ne? Echt spannend. Sobald ich die Texte ändere, scheint dieses Ding defekt zu gehen. Also meistens sind es Steine, den könnte man sich auch noch mal angucken, der sieht auch sehr mächtig aus, gegen die man gegenlaufen kann. Laufen auf Minus und rein in den Stein. Ah, schade. Ich hatte gehofft, der prallt ab. Sieht der da so ähnlich aus oder sieht der anders aus von der Form? Von der Form her sieht der da ein bisschen anders aus als die hier, ne? Ist das ein anderer Stein? Er sieht ein bisschen anders aus. Ich kann ihn nur mal. Ich gehe mir den mal angucken noch. Betonung auf gehen. So, und wenn es der noch nicht ist, dann steige ich erstmal wieder ein. Also fliegt mit dem Jetpack zurück und wir fliegen in nächstes Biom weiter. Vielleicht finden wir da Steine. Das ist. Mal gucken. Ich kenne den Green Sandstone noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie der aussieht. Ich weiß auch nicht, ob es den in jedem Biom gibt. Deshalb muss ich das erstmal rausfinden. Deshalb ist das gerade so ein bisschen auch für mich Neuland. Ist das nicht schön? Ich darf auch mal was rausfinden. Also nicht verraten. Verratet es mir nicht. Bufo, ich wünsche dir einen schönen Abend und bis Dienstag. Genau, Dienstag geht es nämlich wieder weiter mit 7 Days to Die. Nur noch 4 Tage sind noch übrig, bis wir alle sterben werden. Genau genommen haben es ja Jack und Major schon mal vorgemacht. Die sind ja schon draufgegangen. Ich bin tatsächlich, seit wir dann neu gestartet haben, der Einzige, der noch nicht draufgegangen ist. Whoop, 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 whoop. Spannung, Spannung, Spannung. Ich bin sehr gespannt, ob es dort Green Sandstone geben wird. Ja, das mit der Rakete ist echt ärgerlich. Also irgendwie, ich hatte es ja geresettet. Die Farbe des Sandsteins ist grün. Das habe ich jetzt fast vermutet, aber es ist auf Minmus ist halt echt hart alles grün. Das ist. Das ist ein okayer Spoiler, finde ich. Nee, das ist er auch nicht. Schade. Schade. Gut, wir fliegen jetzt erstmal zum Raumschiff zurück. Oh, das müsste ganz gut passen mit dem Sprit, den wir noch haben. Zack. Gute Geschwindigkeit. Jetzt müssen wir nur noch die Höhe halten. Und dann gleich ein bisschen abbremsen.
So, sieht da irgendein Stein unterwegs anders aus als die anderen? Was ist das, hä? Das könnte sein, ne? Da sieht irgendwas ganz komisch aus. Vielleicht ist es das da. Ich muss mal ganz kurz gucken, was das ist. Also sobald ich... Ja, das sieht vielversprechend aus, glaube ich. Ich glaube, das sieht vielversprechend aus, was auch immer das da hinten ist. Aber wir gehen jetzt einmal kurz unseren Mist abgeben. Ah, Bremsung, Bremsung, Bremsung. Das sieht doch sehr vielversprechend aus, glaube ich. Das da hinten ist es, glaube ich. Also irgendwas ist das auf jeden Fall. Und ich bin neugierig genug hinzufliegen. Vielleicht ist er das. Aber das sieht auf jeden Fall anders aus von der Textur. Das sieht sehr, sehr anders aus. So, jetzt werden wir aber einmal erstmal die Wissenschaftsdaten abgeben. Das Jetpack auffüllen. Ein Snickers essen. Oder was auch immer die Snacks hier so sind. So, ich muss nur kurz einmal die... Zack, Experimente alle raus. Dann ist nämlich der Crew Report Slot auch wieder frei. So. Jetzt gehe ich mit Bob nochmal auf die Reise. Das da hinten sieht sehr vielversprechend aus. Sehr, sehr vielversprechend. Das ist irgendwas. Irgendwas ist das. Und das sieht aus wie ein Stein, der früher noch nicht da war. Oh, das ist ein Tentakel vom Kraken und ich werde gar nicht fürchterlich sterben. Das werden wir sehen. Aber es ist auf jeden Fall, ist es irgendwas? Es gibt auch Olivinenformationen. Deren Farbe ist Olivin. Ah, könnte sein, ne? Könnte sein, dass das ist. Mal gucken, was das ist. Auf jeden Fall irgendein Stein. Genau, hat einen Schatten. Sieht sehr, sehr anders aus, finde ich. Also man erkennt auf jeden Fall. Interessant. Bin sehr gespannt, was das ist. Ja, ich will ja nicht das ganze Ding hier mitnehmen. Das wäre wahrscheinlich was, wo man mit so einem Greifarm irgendwie. Mit so einem Greifarm was nehmen könnte. Schade. Na gut, dann fliegen wir jetzt erstmal weiter. Okay, ich glaube, hier hätte man mit so einem Rover und einem Analysearm wahrscheinlich was machen können. Können wir uns schon mal merken, es gibt so Tentakelberge. Aber davon konnte ich jetzt keine Probe nehmen. Schade. Vielleicht ist das eine Olivinformation, ja. Dass man die dann mit dem Rover untersucht. Ups. So. Gut. Konnte man hier irgendwie Waypoints anlegen? Please. Thank you. Weiß gar nicht, ob der jetzt. Ist er da? Nee. Okay, aber auf dem großen Hochplateau ist auf jeden Fall was geboten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir könnten da runter in die Flats. Setz doch eine Flagge. Das war genau die Idee, das nicht zu tun ohne einen Auftrag. Deshalb gehen wir mal kurz ins Space Center. Mal gucken, was es für Mimusaufträge eventuell noch zu machen gibt. Eigentlich würde ich es ungern machen, ohne dass mich nochmal jemand extra dafür bezahlt.
Ja, im Moment ist nicht so viel zu haben hier. Können wir uns PlayStation Explore Minmus. Kriegen natürlich für die Flag nochmal. Minmus Programm. Wisst ihr was? Ah, da ist doch was passiert. Science Data from Space Around Minmus. Das nehmen wir noch mit. Orbit Station Around Minmus. Ich überlege, ob wir das wirklich tun werden. In Zukunft. Aber eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja, ja, ja. So, Satellite in Polar Orbit of Minmus. Eigentlich nicht genug Kohle. So. John Doe, danke für die Bits. Genau, dann markieren wir das Ding mal mit einer Flagge. Dann haben wir das alles erledigt. Und dann können wir noch ein bisschen Biome hoppen, solange die Kiste noch was hergibt. Dann kommen wir nämlich als die großen Helden zurück, hoffentlich. Oder wir bauen währenddessen die Raumstation. Haben wir schon das Labor? Das wäre spannend. Wenn wir das Labor schon hätten... Ich überlege gerade, dass wir, während die auf dem Rückflug sind, die Raumstation bauen. Da könnte man natürlich nachher, also so langfristig, viel mehr Wissenschaftspunkte rausziehen, ne? Na gut, also erstmal müssen wir das Zeug sowieso sammeln, also jetzt ist es erstmal egal. So, wir bauen jetzt mal die Flagge als Markierung dahin. Das Moon-Programm haben wir schon abgeschlossen. Genau. Die Flagge ist der Abschluss des Programms. Das ist korrekt. So. Zack. Olivin. Maybe. Und auch die erste Minmus-Landung. So. Zack. Alles mit dabei. Sehr schön. Dann fliegen wir jetzt wieder. Dann fliegen wir jetzt weiter. Nicht wieder weiter. Aber unten in das Tal würde ich gerne rein. Das müssten die Lesser Flats oder Flats sein. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und dann gucken wir mal, ob es sich lohnt, noch einen Jump zu machen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Oder ob wir dann auf Nummer sicher gehen und nach Hause fliegen. Ich tendiere im Moment ein bisschen zu auf Nummer sicher gehen. Weil ich schon ein paar sehr unangenehme Unfälle hatte mit den Tugels. Ich das eigentlich nicht provozieren möchte. Genau, also man kann später immer wieder Aufträge kriegen, dass man eine Flagge aufbaut. Das ist unabhängig davon. Also wir können durchaus nochmal Aufträge bekommen, eine Minmus-Flagge aufzubauen. Und das schadet auch jetzt nicht. In den Tälern gibt es keine Steine. Das ist nicht so wild, aber ich weiß, dass es garantiert ein neues Biom ist. Das mit dem Stein wäre jetzt auch einfach nur, das wäre nett. Es wäre nett, das noch zu haben. Es wäre aber nicht so schlimm. Wir müssen mal gucken, wo ist verlässlich das nächste Biom. Wir können hier reinspringen. Dann können wir vielleicht Slopes und Dings machen. Das wäre natürlich also ein Sprung Richtung Norden. Mit einer leichten Korrektur nach Osten. Also hier ungefähr. Ich würde sagen, los geht's. Gar nicht schlecht aus meinem Flugwinkel.
Check. Sehr gut. Auf Anhieb. Die Jungs sind nicht so begeistert von dem Manöver. Die sind so ein bisschen so. Guck mal, hier sind immer so Sachen, die Schatten haben. Ich glaube, das sind entweder alles Olivin-Formationen oder das sind die Steine, die ich eigentlich suche. Mal gucken. Also wir fliegen jetzt in diese Richtung. Damit könnten wir natürlich richtig gut an den Rand der ganzen Geschichte fliegen. Können uns aber auch noch ein bisschen hier rüber pressen. Nur ein bisschen. So, dann können wir nämlich über den Slope runtergehen. Das sind so diese, ich glaube, diese Schatten sind so das Verräterische, dass da irgendwas liegt. Okay. Go, go, Power Kerbel. Mal gucken. Das sieht gar nicht schlecht aus. Vielleicht können wir damit was anfangen. Da auch. Ich glaube, hier kriegen wir unseren Sandstone. Einfach nicht umzukippen. Wie wäre das so insgesamt? Gelandet. So, und dann würde ich nämlich sagen, wir machen gleich noch, wir machen jetzt hier einmal alle Wissenschaften, machen dann hopp runter in das Flat. Dann haben wir direkt zwei Biome erwischt. Dann gucken wir da. Ist irgendwas Kleines, was einen Schatten wirft? Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Sandstone ist. Mal gucken. Mal gucken. Das schauen wir uns gleich an. Bisschen abschüssig. Jo, das ist tatsächlich ein bisschen abschüssig. Da gebe ich dir komplett recht. So, Observe Mystery Goo. Zack. Log Magnetometer Data. Zack. Und hier machen wir nochmal Observe Mystery Bay. Yes. Log Temperature. Lock Pressure Data. Crew Report. EVA Report. Take Data. Store Experiments. Jetpack an. Einsammeln. So. Machen wir erstmal das. Kannst du von hier aus schon. Alter. Nein. 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 Nicht aufs Solarpanel. Danke. Cool. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der Krake sagt, fürchterliche Dinge passieren.
Das machen wir nicht nochmal. Das machen wir sowas von nicht nochmal. Das war gar nicht gut. Collect Data. Reset Materials Bay. Take Data. Take Data. Was ist der gelbe Tank eigentlich? Der gelbe Tank ist ein aufblasbares Floß, damit wir nicht absaufen, wenn wir auf dem Meer wieder aufschlagen. Also es ist gar kein Tank. Das ist tatsächlich ein Floß. Oder ein Lufttank, wenn du so willst. Zack. Restore. Take Data. So, kann ich ein Surface Sample nehmen von hier? Ja, kann ich. Okay. Dann los. So, dann machen wir jetzt noch mal einen ganz kleinen Hüpfer runter. Zack. Und. Sehr gut. Also wir hüpfen wirklich in die Richtung jetzt, in die wir auch gerade schon zeigen. Versuchen einfach unten in dem Loch da zu landen. Mehr ist es nicht. So, das müsste eigentlich schon reichen. Ich meine, es ist Minus. Wir brauchen es halt echt nicht übertreiben. So. Mit Gas geben und so. Können wir wahrscheinlich Hand aus dem Fenster halten und den Stein einsammeln. Ganz, aber nah dran. Das sieht doch gut aus. Ah, routiniert. Aber es ist immer noch Lowlands, ne? Das wundert mich. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass das irgendeine Form von Flats ist. Ist es aber tatsächlich gar nicht. Huch, das war ein bisschen viel. Das war ein bisschen viel. Na gut, dann gehen wir einfach nur den Stein ansammeln. Ich hätte gedacht, das bringt hier noch was, aber scheinbar tut es das nicht. Einfach auch Lowlands immer noch. Gut, dann gehen wir mal den Stein da holen. Green Sandstone, please. Das sieht aber sehr sandsteinig aus. In meiner Welt könnte man das als Sandstein durchgehen lassen. Grün ist halt relativ. Aber die kleinen Schatten verraten sie. Jetzt sind's Flats. Ja, ich stehe einfach nicht weit genug drüben, ne? Scheinbar beginnt das Biom nicht sauber. Okay, wir nehmen schon mal hier ein Surface Sample auf jeden Fall. Das ist ja das Wertvollste eigentlich an der ganzen Geschichte. Und das hier sind tatsächlich ja abgefahren. Was ist hier los? Keine Sorge, Bob. Wir fahren nicht ohne dich. Müssen hier nochmal kurz was klären. Hier ist es Flats. Das hat tatsächlich einfach nur ein Meterchen gefehlt wahrscheinlich. Hast du nicht wen vergessen? Ich habe keinen vergessen. Ich wollte auch nicht wegfliegen. Ich will nur das Raumschiff mit den ganzen Experimenten natürlich auch sehr gerne in dem Biom stehen haben. Voilà. So sieht das nämlich schon ein bisschen anders aus. Crewport, zack. Mystery Goo. Magnetometer Data. So haben wir nämlich drei Biome, das ist schon mal ganz ordentlich. Und dann kann der liebe Bob seinen Stein nämlich mitbringen. So, EVR-Report kannst du auch direkt noch machen. Und dann holen wir den restlichen Kram noch. Und dann haben wir nämlich schon
relativ viel erreicht. So Science Guy. Naja, Science ist halt schon wichtig. Wir arbeiten ja gerade auch dran, dass wir uns eine Erweiterung kaufen können für das R&D. Huch. Jetzt. Und da macht es natürlich total Sinn, wenn wir uns dann auch ein paar Sachen leisten können. So wissenschaftsmäßig, weil mit unseren 79 Science-Punkten ist es total schön, das R&D aufzublasen und irgendwie tolle neue Level zu haben. Aber das hilft ja nichts. Es hilft ja einfach nichts. Wir können uns ja dann gar keine Wissenschaftssachen kaufen. Und ich bin immer ein ganz großer Freund davon, wenn ich schon... komm, ich stand doch so, schon so schön. Wenn ich schon die Grundlage dafür schaffe, dass ich mehr Technologie mir freischalten kann, dann will ich sie halt auch haben. So, take that up. Der Daxa, vielen lieben Dank für den Resub im 20. Monat. Dankeschön und natürlich auch ganz lieben Dank frisch dabei, Saint Forcer. Vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kurbonauten. Wir sind hier gerade mitten, aber sowas von mitten in unserer Minimus-Mission. So, und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Geben wir uns noch ein Biom oder halt nicht? Schwierig. Finde ich. Ich würde jetzt nämlich eigentlich gerne nach dem Start. So. Tech Data. Store Experience. Wir haben eigentlich. Ah, noch massig Delta V. Aber ich muss das andere Teil noch mitschleppen, ne? Wagen wir einen Sprung hoch auf die Polkappen. Der wird teuer. Der wird relativ teuer. Ich würde mich sonst versuchen, einen Sprung nach Norden zu machen, weil wir dann eh schon einen Sprung unter den Orbit des anderen Geräts machen. Ich glaube, einen riskiere ich noch. Tatsächlich. Ach du Scheiße. Oh, wir hatten den Berg dahin gebaut. Ist das schon polar? Wahrscheinlich noch nicht. Aber ist ordentlich. So. Ich weiß nicht, ob das eine schlaue Idee war, aber jetzt habe ich es gemacht. So, wahrscheinlich kommt jetzt gleich hier oben der Highlands gewesen. Slopes. Nein! Da waren sie, meine Slopes, die ich haben wollte. Naja. Gut, irgendwas ist immer. Lowlands, und jetzt müsst ihr aber dann gleich auch Polar irgendwie. Bitte sagt, dass die Poles kommen. Ich muss den Anflug jetzt eigentlich nehmen. Aber das ist, eigentlich beginnen hier die Poles. Links an 23 Monate. Vielen lieben Dank. Eigentlich ist dieses komische gestreifte Muster da eigentlich die Poles. Aber ich bin unsicher. Ein bisschen Pipi in den Augen, ob das reicht. Da muss ich ihm nochmal... Immer noch Lowlands, ne? Ich muss ihm nochmal ein bisschen die Zügel geben. Gleich. Ich versuche so lange wie möglich die Entscheidung rauszuzögern, aber das sieht für mich noch nicht... Doch, Poles. Sehr gut. Okay. Sonst hätte ich ihm nämlich nochmal ein bisschen schweben lassen. Wir brauchen schon. Vielen lieben Dank fürs Follow. So, jetzt suiciden wir das mal so exakt wie möglich.
Das sieht sehr gut aus. So, die Poles nehmen wir noch mit. Tada! Impact Biom ist natürlich auch eine sehr schöne Sache. Guter Punkt. Bevor ich es vergesse, sollte ich es einfach gleich mal einschalten. Schöner, schöner Einwand. So. Alter, ist das Ricklinger? Das ist ein Ricklinger, ja? Das ist ein Ricklinger Rickel. Natürlich, Rickling ist ja bei mir hier quasi. Achso, das kann man natürlich richtig geil sehen. Spricht scheinbar. Ich kann mich unsichtbar machen. Das ist ein Ricklinger, ja. Ricklinger Landbrauerei. Eine Lokalbrauerei. Und das ist der sogenannte Rickel. Ich nehme an, in Anlehnung an den Zwickel. Einfach mal mein Lieblingsbier. Ja, ich trinke das auch total gerne, weil es A, lecker ist und B, halt einfach auch eine kleine Lokalbrauerei. Sowas unterstütze ich immer sehr gerne. Da weiß ich halt auch, für den Transport ist wahrscheinlich gar kein CO2 angefallen. Das hat wahrscheinlich jemand rübergetragen zu Fuß. Zumindest wäre es rein technisch gesehen möglich, darüber zu laufen. In deutlich unter einem Tag. Ich glaube, das sind von hier so 10, 11 Kilometer oder so. Das Märzen ist auch sehr gut, ja. Du wirst lachen, das hatte ich sogar vor dem Rickel in der Hand. Hab mich dann auch entschieden. Letzte Woche hatte ich das Dunkel. Ich habe gedacht, so, ah, das Märzen habe ich so oft. Ich nehme mal den Rickel. So, jetzt aber hier Crew Report. Zack. Warum willst du nicht forschen? Weil du nicht resettet worden bist, wahrscheinlich. Müssen wir gleich noch machen. Zack. 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 Bob, mein Freund. EVA Report. Surface Sample. Alles nehmen. Alles zurückpacken. Jetpacken und los. So, jetzt müssen wir einmal hier das Materials Bay resetten. Das habe ich scheinbar im Eifer des Gefechts vergessen. Restore. Observe. Zack. Huch. Dann Collect. Und... Ach, irgendwie bugge ich da immer gegen. Und dann katapultiert es mich so nach unten. Das wird noch dafür sorgen, dass ich hier in das Solarpanel reingepresst werde. Tja, das stimmt ja. Das bietet, aus deiner Richtung kommst du ja tatsächlich an Rickling vorbeigefahren, wenn du zu mir fährst. Ist ja wirklich so. Das ist ja exakt auf dem Weg. Ist ja eher schon Aufwand dran, vorbeizufahren. Ist eher schon Aufwand dran, vorbeizufahren. So. Zack. Juti. Dann Bodenprobe haben wir. Alles ist cool. Sehr schön. Sehr schön. Dann heißt es jetzt warten auf... Warten auf unsere Begegnung mit der Raumfähre. Das sieht aber auch ganz gut aus. Die werden wir als nächstes anfliegen. Da warten wir jetzt kurz, dass sie sich über uns begibt. Dann fliegen wir ihr hinterher. Orbit ist auf ungefähr 30 Kilometer Höhe. Wir lassen sie overshooten und fliegen dann hinterher. Ich glaube, wir sind relativ safe. So, ich gucke gleich nochmal nach, ob ich an alles gedacht habe, vertragsmäßig. Uns geht's strommäßig gut. Essen ist safe, Habitation ist safe. Das passt alles. Green Sandstone haben wir eingepackt. Science Data vom Space Around Min muss, das machen wir gleich noch. Da müssen wir unbedingt dran denken. Object Station Around Min muss ist heute nicht unser Auftrag. Okay, also wir müssen nur noch an Science Data. Around.
Minmus denken. So. Der Mann taub. So, und jetzt starten wir einfach stumpf nach Norden. Hallo? Staging? Okay. So. Gleich mal unnötiges Gewicht abgeworfen. Brauchen wir nämlich nicht mehr. Ah, was passiert hier? Was passiert hier? Warum? Hä? Ah, verdammt. Nein. Das ist nicht die Richtung, in die ich fliegen will. Holy shit. Falsch mit dir, Raumschiff. Ich hatte kurze Sorge, dass ich doch etwas flach unterwegs war. Okay. So. Dann machen wir hier die Korrektur und schleichen uns dann an den Orbit ran. Naja, auf den Pol dreht der Kompass halt. Genau. Da habe ich jetzt in dem Moment nicht dran gedacht. Ich hätte das sofort visuell überprüfen müssen, ob er sauber anspricht, aber direkt auf dem Pol dreht der Kompass natürlich mit. Das ist dann ein bisschen gefährlich. So. Alles nicht so wild. Auf Minmus alles geschenkt. So, das ist die Korrektur. Dann sind wir auf dem richtigen Kurs. Die Richtung nehmen wir auch schon mal ein. Machen. Ne, können wir nicht. Genau, weil Toggle Magnetometer. Zack. Dann sieht es auch wieder aus wie ein Raumschiff. So. Gut. Wie gesagt, jetzt einmal kurz den Burner gerade ziehen und dann geht's wieder zurück zu unserer Versorgungskapsel, mit der wir dann nach Hause fliegen. Das Design finde ich aber ehrlich gesagt ist schön geworden, auch wenn das ein bisschen Gefummel jetzt war in der Kombination, die Habitation zusammenzubekommen. Ist das Raumschiffdesign an sich eine schöne Geschichte. So. Und jetzt müssen wir nochmal Prograde burnen. Und dann haben wir es gleich. Hoffentlich. La, 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 la. La, 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 la. So. Na. Nicht zucken. 6, 2, 5, 2, 3, 1, 5, 1, 4, 800, 400, 300, 200, 100, 100. Voilà, grüß dich. Dickes Sorry nochmal, ich habe dich so stumpf vergessen am Freitag. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mir das leid tut. Ich habe es dir schon geschrieben. Sorry, sorry, sorry. Und als ich es dann gelesen habe, warst du schon mittendrin im Stream. Da wollte ich dann auch nicht mehr angekrochen kommen und dir vorschreiben, was du machst. Ich hatte es ja grob umrissen, dass es was mit Moon werden soll. Ich hoffe, du hast Spaß haben können. Und ich gelobe massive Besserung. Oh mein Gott. Schande. Schande. Wofür braucht man das Schlauchboot? Letztens ist er mir abgesoffen. Duty dann. Abflug.
Malachi, yes, I'm German, but if you have any questions in English, feel free to write them into the chat. I think most of the guys can answer you in English, and also I can do if I read your question. So don't wonder about me not reading the chat. A little bit one of my problems. Maybe. Maybe. And welcome. Okay. So, dann machen wir weiter. Schönen guten Abend hast du. So, Target Retro. Ja, die Kerbels haben sich richtig cool gerettet bei dem Tauchboot. Also sie haben ja Raumanzüge, die können ja auch als Tauchanzüge halten und sind dann halt quasi ausgestiegen und durch ihren Raumanzug, der so aufgepumpt ist, sind sie dann nach oben getrieben wie die Sektkorken. Also ich habe quasi einen Kerbel nach dem anderen aussteigen und loslassen gemacht und dann sind sie alle so wie Sektkorken nach oben geknallt. Das kennen wir hier im Norden, weil hier ja früher U-Boote waren. So funktioniert auch ein Notausstieg aus dem U-Boot. Oh no, please, please don't pull out your English to German dictionary. Totally fine to ask questions in English. If you are fine with me normally talking in German in the stream, we are on a very good basis for communication. But if you feel funny and want to try Google Translate, give it a try. But I wouldn't do it. I seriously wouldn't do. So. Control from here. Ich glaube, es ist eh schon der Docking Port ausgewählt. Ich würde sagen, wir gehen in Docking Modus. Das muss ich kurz korrigieren. Das geht also nicht. Thank you.
So. Das war doch mal okay. Habitation läuft. Wir sind auch wieder safe. Das sieht gut aus für die Rückreise. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Hier ist noch ein bisschen Sprit drin. Das heißt, wir machen jetzt erstmal diesen Antrieb hier aus. Die nehmen sich nichts, ne? Das sind beides Cheetahs. Ja. Wir haben noch ein paar Delta V, wer weiß das schon so genau. Okay, lasst uns den Heimweg antreten. So sieht's aus. Ich denke, wir nehmen den Schuss so. Mal gucken, ob das reicht mit dem einen Triebwerk, aber ich mache gleich noch die Signs. Keine Sorge, ich habe es nicht vergessen. Wir machen einfach einen Crew Report, hätte ich gesagt. Zack. Review Report. Den können wir eigentlich sogar raussenden. So, dann ist das nämlich schon mal abgehakt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So, wir müssen von hier steuern. Also das sollte dann grob in unsere Drehrichtung gehen, wenn wir soweit sind. Also in unsere Flugrichtung. Wieso er mit der Burntime so rumasselt? Das verstehe ich gerade nicht, aber gut. Wir werden sehen. Ich würde ihm jetzt gleich mal eine Minute geben. Warum ist das große Ding mit? Das große Ding nehme ich wegen der Habitation mit. Weil meine Kerbals sonst durchdrehen und beginnen sich selbst zu sabotieren. Weil sie Verrückte sind. Malakai, thank you for the follow and pretty warm welcome at the Kerbonauts. I never said this in English actually. So you're my first time English welcome follow sentence. I hope it translates good enough. But yeah, should be good. Should be fine. Cool, wir haben sogar noch ein bisschen Restsprit. Genau, also warum nehme ich das große Ding mit? In dem großen Ding ist meine Habitation. Wenn ich die ausschalte, ich kann euch das mal zeigen, dann habe ich noch relativ kurze Zeit. Also jetzt, weil es passiv dran ist, eigentlich sind es irgendwie 14 Tage. Halbwegs glückliche Kerbals und dann beginnen sie mich zu sabotieren. Wie bekomme ich bei dem Kerbal Engineer oben links die Trust-Weight-Ratio rein? Die bekommst du rein, indem du Hut-Edit machst und dann gehst du auf Vessel, meine ich. Ich muss sie jetzt mal rausnehmen, logischerweise dafür. Trust-Weight-Ratio. So, ich nehme sie natürlich wieder rein. Die findest du bei Vessel. Trust, also du musst hier oben die Kategorie auf Vessel stellen und dann Trust-to-Weight-Ratio, zack, rein. Und dann natürlich an die richtige Stelle zurück bewegen. Wo ich sie eben auch hatte. Delta V, Current Total, das passt. Close Editor. This is how it works. Doesn't look like it's translating. Well, yeah, Kerbonauts is... Kerbal astronauts. It's not like a real German word. I'm not sure if it's working out in other languages to do these kind of words. It works in German, so this is Kerbonauts. Okay. Dann lasst uns den Warp nach draußen machen. Wir haben, glaube ich, richtig gut Asche eingesammelt. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir das in einem Stück nach Hause bringen. Und dann gucken wir mal, was die Wissenschaft so ergibt. Ich werde jetzt nicht vorher eine Raumstation bauen, habe ich beschlossen. Das können wir eventuell als Folgemission machen. Mit der Konstruktion der Raumstation beginnen.
So, und jetzt gehen wir erstmal Orbital Retrograd mit unserem restlichen Sprit. Und dann können wir die Kiste danach rumflippen und den Rest mit diesem Triebwerk machen. Also mit diesem da noch her. Aber noch haben wir ein paar Delta V drin. Die sollten wir natürlich noch rausquetschen. Das tun wir jetzt auch direkt mal. So. Ist gar nicht so schlecht. Ah, die Triebwerke, die Cheetahs, sind schon sehr effizient. So, für die frühe Stage, muss ich sagen, bin ich sehr positiv überrascht. Okay, Triebwerk aus. Shutdown. Activate. Und Control from here. So, jetzt dreht sich der Hubbel natürlich einmal. Wir nehmen das jetzt trotzdem weiterhin mit. Hashtag Habitation und so. Einfach um sicherzustellen, dass hier keine dummen Sachen passieren. Schauen wir mal. Wohnmobil. Genau. Es im Prinzip ist das mein Anhänger. Mein Wohnanhänger. Wohnwagen heißt das, glaube ich, ne? Mein Wohnwagenanhänger. Eigentlich können wir Direct Re-Entry spielen. Das spricht eigentlich nichts dagegen, das zu tun. So, lasst uns alle wichtigen Dinge vorbereiten, damit uns keine Überraschungen mehr treffen. Die alle einzeln reingeklatscht. Ich bin auch ein Held, ey. Naja, zur Strafe muss man sie dann halt auch alle einstellen. Zack. Oh Gott, wenigstens die sind zu zweit. So, der geht ein bisschen eher auf. Shoot. Shoots sind scharf. Sehr schöner Satz auch insgesamt. Ich würde sagen, bis hierhin sollte uns keine Gefahr drohen, oder? Eigentlich nicht. Mir wird nichts einfallen. Ich meine, es ist in 6 Tagen. Essen ist super. Habitation ist richtig super. Eigentlich geht es ihnen sehr, sehr gut. Okay, ist noch ein bisschen Platz. Stunde noch. Wir bremsen dann gleich nochmal mit dem ganzen Hobel. Genau, lange meine Kerbals, die Shoots und die Heatshields nicht wieder abschrauben. Das ist tatsächlich der Hauptgrund, warum ich das hier alles gerade mache. Damit sie genau das nicht tun. So. Müsste das eigentlich ganz gut aussehen. Jetzt lassen wir hier noch die restlichen Delta V durchbrennen. Versuchen wir auf Höhe zu bleiben. Der Space Spargel wackelt ein bisschen.
Gutschein, das ist richtig, da fehlen noch ein paar. Aber du kannst dir die alle hier in der Sammlung angucken und auf YouTube ist das eine bewusste Entscheidung, sie etwas verzögert anzubieten, damit ich gegebenenfalls noch Copyright-Einsprüche geltend machen kann, beziehungsweise habe ich das jetzt umgestellt auf Aufnahmen. Und trotzdem ist es eine bewusste Entscheidung, sie auf YouTube ein bisschen später zu bringen, da die Musik bzw. die Videos halt hier spielen und man dann, wenn man das auf YouTube gerne gucken möchte und nicht auf Twitch vorbeiguckt, auch nicht in die VODs, dann in Kauf nehmen muss, dass man mal 3 bis 4 Wochen wartet. That's the deal. That's the deal. So, gucken, dass wir das gut teilen hier mit dem Treibstoff. Nicht zu tief gehen, aber auch nicht zu hoch. Come on. So sieht's gut aus. Sehr gut. Das hat auch sehr gut geklappt. So. Komm mal echt schnell ein Ticket, das verstehe ich nicht. So, zack. Juti, Fallschirme sind alle scharf. Die Kabel sind auch vorbereitet. Und jetzt werden wir ganz kurz, bevor wir auf die Atmosphäre schlagen, das meinst du, ja. Ja. Das ist richtig. Das möchte man nicht. So. Da kommt die Atmosphäre. Ich werde mich jetzt von dem Teil hier gleich trennen. Das machen wir jetzt. Undock. Sehr gut. So, dann gibt es direkt den nächsten Decouple, nämlich den hier. Und da machen wir nochmal eine kleine Trennung, damit wir da nicht reinrauschen. Und dann sollten wir eigentlich einen ganz angenehmen Wiedereintritt haben, hoffe ich. Mal sehen, wie die Jungs das so machen. Sehr schön hast du. Ich gratuliere zum ersten Orbit. Ah, schön. 3 Trümmerteile im Formationsflug. Da zerlegen sich schon mal die Reste unseres Raumschiffs. Genau, das ist gerade der Rückflug von Minmus. Wir treten gerade wieder auf Kerbin ein. Sieht bisher ganz gut aus. Ich glaube, wir kommen da gut durch mit. Kommen auch noch vor der Tag-Nacht-Grenze, denke ich, runter. Bin ich ganz zuversichtlich. Hot, ja. Das ist richtig. Das ist hot. Eigentlich und hoffe ich sind so die 2 Worte, die du, glaube ich, oder die 3 Worte, hoffe ich, sind ja 2 Worte, die du, glaube ich, bei der NASA nicht sagen solltest, während einem oh, ja, das mit dem Mars Rover, das hat hoffentlich geklappt. Eigentlich haben wir alles richtig berechnet. Und arbeitslos. Ja, kommen wir doch noch auf die dunkle Seite. Mal sehen. Wir sind relativ tief schon in der Atmosphäre, das heißt, wir bremsen jetzt auch sehr stark.
sieht immer alles gut aus. Sie haben sich diesmal nicht Discovery, versucht, selber umzubringen. Nominal Mingo, Ohms 1, not required. Mr. Anonymous, vielen Dank für den Cheer und die 100 Bits. Sie haben Ihren Hitzeschild diesmal dran gelassen, das ist schon mal lobenswert. Und wenn das jetzt mit den Fallschirmen noch funktioniert, dann haben wir richtig gut Wissenschaftsdaten eingesammelt und wir haben natürlich auch jetzt schon ganz gut Kohle. Und da kommt ja noch ein bisschen was dazu, also wir haben ja noch die Missionen, die abzuschließen sind. Sehr schön. Sieht gut aus. So, den Rest machen die Fallschirme, hoffe ich mal. Bremsfallschirm ist schon safe. Ah, der Rest jetzt aber auch. Sieht alles gut aus. Auf 10 Kilometer kommt er raus. Zack. Bremsfallschirm ist da. Sehr gut. Kapsel wird schon langsam abgebremst. Auf eine sehr, sehr zivile Geschwindigkeit. Jetzt kommt, glaube ich, der Full Deploy. Auch sehr gut. Also wir werden keine großen G-Kräfte mehr abbekommen gleich. Jetzt kommen die Hauptschirme. Sehr schön, wir sind schon unter 100 Meter pro Sekunde. Das war alles am 1 bis 2G-Bereich bisher jetzt, was die Fallschirmöffnung angeht. Also das sieht... Das sieht alles sehr, sehr entspannt aus. Und jetzt bin ich mal gespannt auf die... auf die finale Geschwindigkeit gleich. Wie wird das jetzt aufgeschlagen werden? Das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich von der Geschwindigkeit her. Wir haben aber den Heat Shield, wir haben die Batterie. Also da wird noch ein bisschen was gebremst. Beziehungsweise fangen die das und gehen dann gegebenenfalls kaputt. Die Kapsel an sich hat, glaube ich, eine Impact Tolerance von 12 oder sogar 20 Metern pro Sekunde. Auf jeden Fall mehr. Also um die Kapsel machen wir gar keine Sorgen. Hat sogar alles gehalten. Jetzt können wir gucken. Nicht, dass wir es diesmal brauchen würden, aber es ist trotzdem cooles zu haben. Ich glaube, das werde ich jetzt öfter mitnehmen, das Inline Inflatable Float. Eine technologische Errungenschaft, die ich gar nicht hoch genug werden kann. So, Freunde, ihr habt euren Minmus-Flug ganz hervorragend überstanden. Ich bin sehr stolz auf euch. Habt ihr gut gemacht. Jetzt schauen wir mal, was die Kohle so sagt. Wie lange mache ich noch? So wie jeden Sonntag eigentlich, bis 22 Uhr, denke ich mal. Also so 4 Stunden. Insgesamt, oh, guck mal, 1347 Wissenschaftspunkte. Und massiv viele Abzeichen. Antrax hat einen Research Ribbon gleich auf Stufe 80 geholt. Macht 3 Ribbon. First Minmus Docking Ribbon. Low Gravity Landing 10% Ribbon. First Landing on Minmus Ribbon. Was haben wir hier noch? Research 9 hat Neo schon. Minmus Docking war auch mit dabei. First Landing on Minmus. Minmus EVA Ribbon. Minmus Orbital EVA Ribbon. Meine Güte. Alles mit dabei. Alles. So, ich glaube, wir können... Ach nee, das Update haben wir sogar schon gemacht. Was? Ich bin richtig reich. Dann wollten wir das Launchpad, glaube ich, als nächstes updaten, damit wir so eine komische Rakete nicht nochmal bauen müssen, ne? Können wir uns aufheben, die Kohle, aber ja. Wir können shoppen gehen. Und ich glaube, ich möchte... Das... Seht ihr? Das Labor hätten wir jetzt so oder so kaufen müssen. Von daher war es okay. Also das Labor kaufen wir auf jeden Fall. Das wird für die Raumstation relativ sinnvoll. Und jetzt wäre mein Shopping-Fokus tatsächlich. Also jetzt gucken wir erstmal, was es hier noch so gibt. Build a new orbital station around Minmus. Könnte man kombinieren mit... Verdammt, jetzt ist es weg. Das kann man auf jeden Fall machen. Explore the Mann. Nee, eigentlich habe ich keinen Bock auf Mann. Das überlegen wir uns nochmal. Aber aktiv haben wir
Launch the Kerbin Space Station, das würde ich als allererstes mal machen. Da haben wir ein paar Vorgaben. Darauf sollten wir jetzt ein paar Sachen noch kaufen, die das sinnvoll machen, damit wir mit dieser Raumstation nicht so massive Probleme haben oder massiv viel tun müssen. Und zwar, was ich gerne auf jeden Fall hätte, wäre dieses Recycling-Modul, das große, damit wir wirklich stark recyceln können, weil mit dem können wir 79% Recycling machen von 3 Kerbels. Und ich weiß gar nicht mehr, früher ging das auch über das Ding hier. 50% für 4 Kerbels. Also es ist nicht ganz schlecht, ist aber halt auch nicht super, super gut. Ja, Recycling-Modul würde ich auf jeden Fall kaufen, das brauchen wir. Sonst wird es schwierig. Hydroponics kann interessant sein, dass wir tatsächlich damit beginnen zu arbeiten. Ich weiß es nicht, ob es ein Thema ist für eine Orbitalstation. Bin mir nicht sicher. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob wir es hier... ob wir das hier schon machen wollen. Precision Engineering. Ja, die Raumstation. Ah. Schwierig, ne? Die ist halt sehr permanent. Ja, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, für Raumstationen sollte man fast mehr verlangen. Ich würde jetzt erstmal sagen, nein. Ist ja kein Raumschiff im klassischen Sinne, was nur eine Mission lang besteht. Ich müsste dann aber noch einen Perk mir dafür ausdenken, wie man der einen Namen geben kann. Aber wir werden die heute eh nicht fertig gebaut bekommen. Von daher alles safe. Ja, ja, ja. So, also Science Labor brauchen wir auf jeden Fall. Und ja, hier könnten wir auch große Solarpaneele uns holen. Das würde auch total Sinn machen für die Raumstation, direkt mit großen Solarpaneelen zu beginnen. Ja, ja, ja. Große Solarpaneele nehmen wir mit. Sowas von mitnehmen. So, zack. Das ist erstmal egal. Scanning-Technologie ist noch nicht so wichtig. Landebeine auch nicht. Specialized Control ist eigentlich auch noch relativ egal. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir noch irgendwie... Kommutron HG55, welche ist denn das? Direkte High Gain mit 15G, das ist natürlich schon mal interessant. Passives Seismometer. Eine 15G Relay Antenne wäre natürlich auch super sexy für eine Raumstation. Aber ich glaube, ich muss mich so bei Precision Engineering erstmal hocharbeiten, dass wir erstmal mit einer kleinen Relay anfangen. Ah gut, ich kann die eh nicht nehmen, genau. Die nehmen wir mal mit. So, was passiert hier? Gibt es hier noch irgendwas Cooles? Den Probedine Cube. Radial Probe. Seismic Impact Gedöns. Das ist für den Weltraum alles egal. Gehen wir direkt auf eine große Probe oder nicht? Das ist hier die Frage. Nuclear Propulsion wäre natürlich langfristig auch echt sinnvoll. Das ist aber auch nicht schlecht, ne? Ah, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mache jetzt mal hier... Tanks, ja. Ja, Tanks sind auch ein Thema, ne?
Aber das sind die 1,25 Meter. Aber wir brauchen später größere Tanks. Brauchen wir die jetzt schon? Nee, aber wir müssen irgendwie in die Kolonisierungsrichtung. Ich muss das freischalten hier unten. Wir müssen nämlich. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Kommen da unten dann erst die Kolonisierungssachen? So spät? Kam das so spät erst, dass man kolonisieren konnte? Ja, krass. Punkte noch. Ich glaube, ich mache hier mal auf, dass ich die Sachen alle sauber sehe. Nee, ich mache Storage Technology frei. Damit wir die Logistiksachen bekommen, langfristig. Heat Management sehe ich noch nicht so. 387 noch. Ich glaube, ich heb mir das jetzt auf, damit wir eine Notfalloption haben für. Ah, ich brauche jetzt unbedingt diese eine Sache. Und dann belassen wir es erstmal dabei. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist noch eine ziemlich improvisierte Raumstation. Das muss man der Fairness halber dazu sagen. Denn ich habe noch nicht so besonders viele richtig gute Raumstationsteile. Ich überlege gerade, ob ich jetzt. Macht es Sinn, jetzt Massive Scale Launches reinzunehmen? Weil eigentlich. Ich bin auch gerade ein bisschen verwirrt. Ich muss mal ganz kurz in den Ordner gucken. Ich hätte jetzt auch damit gerechnet, dass ich schon die Parts habe. MKS ist aber drin. Okay, cool. Ich muss nachher mal den Science Tree einmal gucken, dass das sauber ist. Mache ich aber nach dem Stream. Massive Scale Launch, das würde, glaube ich, ziemlich Sinn machen. Immer mit rein. Sparen wir uns Geld beim Bauen der Raumstation. So, Launchpad mache ich dann das Upgrade, wenn es dazu kommt. Jetzt bauen wir mal die Raumstation. Wie gesagt, die richtig coolen Teile haben wir noch nicht, aber wir haben so ein bisschen Vorgaben, was wir zu tun haben. Vier Köbel sollen wir supporten, eine Cupola sollen wir haben, optionalerweise. Supplies sollen mit dabei sein. Und ein Mobile Processing Lab wäre auch noch gut. Ja, ich würde sagen, tun wir das doch mal. Wir beginnen mit dem Cupola-Modul tatsächlich. Um einfach schönen Abschluss zu haben. Und darunter würde ich direkt auch die Behausungsnummer machen. Ja, doch. Doch, doch, doch. Wir machen einen schönen Lebensbereich tatsächlich. Und dann machen wir den. Das Bild etwas verschieben. Ah, das Bild. Ja, das sitzt da eigentlich aus Prinzip. Kannst aber einfach mal. Guck mal. So. Dann brauchen wir das Labor.
Sehr schön. Das sieht doch schon mal ganz entspannt aus. So. Mobile Processing Lab haben wir. Wir haben das. Jetzt kommen die Supplies. Und da würde ich jetzt mal sagen, wir bauen als erstes die Nom-O-Matic an. Ah, die bricht aber mit der Optik schon ein bisschen, ne? Ja, ja, ja. Und wir nehmen auf jeden Fall auch noch das Recycling-Modul mit. So. Eieieiei, das wird groß und teuer. So. Ich überlege gerade, ob wir hier dann Dings bauen. Gehen wir mit dem da. Ist das in einem Start hochbringen? Nö, nicht zwingend. Aber ich will es jetzt erstmal ein bisschen bauen. Also den brauchen wir früher oder später sowieso. Besser aus. Ja, ich muss mal gucken. Ich überlege gerade noch, wie man das optisch eventuell lösen könnte. Oder ob ich irgendwas anderes nutze. Moin Sunny. Nee, 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 so einen richtigen Hub habe ich noch nicht. Das braucht alles noch ein bisschen. Ich stehe ja wirklich gerade sehr am Anfang. Technologisch ist das gerade noch speziell, sagen wir es mal so. Das wird jetzt nicht auf Anhieb die schönste Raumstation aller Zeiten.
Gas, Service Compartment. Wir könnten das natürlich so spielen. Was wir sagen, wir nutzen den Recycler so ein bisschen als die Abschirmung, weil dann würden wir die Flächen hier auch ganz gut nutzen. Ach, damn, das passt nicht ganz. Okay, da muss noch was dazwischen. Ich hoffe, dass die Clipping-Götter uns dafür nicht umbringen. Da brauchen wir noch Strom. Der sieht ganz gut aus. Ich hoffe, der hat den richtigen Durchmesser. Davon darf es dann gerne auch ein bisschen mehr sein, weil da ist dann richtig schön viel Stromspeicher. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Das jetzt hinhaut. Also ich möchte optisch schon dahin, dass die bisschen ist weg. Schade. Dass die da auf der Fläche sitzen. Ja, so ist das doch schick. Weil dann kann man hier links und rechts weiterbauen. Und hat einen sauberen Abschluss aber in die andere Richtung. So, damit haben wir schon mal die Nomatic. Wir können hier ein bisschen Supplies mitnehmen. Das ist für den Anfang erstmal okay. Wir können hier auch Fertilizer schon mal mitnehmen. Die Versorgungstanks und so kommt alles später. So, und dann machen wir hier einfach mit einem Construction Port Ende Gelände und haben damit quasi unsere erste. Ich mach mal erstmal einen sehr neutralen Namen, die darf dann später noch einen bekommen. Unsere erste Dings. Jetzt kriegt die hier noch ein bisschen Strom verpasst. Da muss man jetzt nochmal gucken, wie das so funktioniert. Erzeugen die 24,4 pro Sekunde. Aber ich glaube, das ist noch nicht das, was ich will. Ich würde es mal, glaube ich, eher so einen Auslegerarm später gerne machen. Aber ich muss trotzdem Stromerzeugung haben. Wisst ihr was? Ich mache jetzt erstmal so ein bisschen Basisstromerzeugung hier ran. Und das Ding funktioniert. Die bauen wir später wieder ab, weil es dumm aussieht. So, wir haben ein Kontrollmodul. Das heißt, wir müssen es jetzt eigentlich nur in Payload Fairing reinpacken und mit einer großen Rakete nach oben schieben. In einen sogenannten Orbit. Das ist ein Fachbegriff. Das ist, wenn man einen Kreis um einen Planeten macht. Probe Core. Tatsächlich wäre ein Probe Core vielleicht nicht die dümmste Idee für unterwegs. Ich wollte eh noch ein Dings anbauen, ne? Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Wir wollten eh noch... Kommt, wir kaufen uns das Operating System. Ich wollte eh noch einen Universal Storage Core anbauen, damit wir die ganzen Experimente haben. 8-Bay Core macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Höhe macht wahrscheinlich Quad am meisten Sinn, weil dann können wir hier schön inline.
Vielleicht macht Quad auch nicht am meisten Sinn, aber das können wir gleich gucken. Dann haben wir schön Inline. Inline Probecore drin. Vielleicht ist es ein Zweier. Vielleicht ist es ein Zweier. Central ist. Crew Transfer Tunnel. Macht das Sinn? Kann man hier überall durch? Nee, ja. Wir machen da Monopropellant rein, würde ich sagen. Dann haben wir ein bisschen. Obwohl, das macht richtig gar keinen Sinn. Fuel Tank macht auch keinen Sinn. Crew Transfer Tunnel ist völlig in Ordnung. So, was kann man an lustigen Dingen noch mitnehmen, die man unbedingt auf einer Raumstation braucht? Experimente, versteht sich. Nämlich das Advanced Materials Bay. All die Dinge, die man nur einmal benutzt. Goo wollen wir natürlich noch reinstecken. Wir wollen die Atmospheric Science Unit auf jeden Fall haben. Weil wir uns das fest eingeredet haben. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Also durch die Batterien durch mit dem Körbel? Das ist eine gute Frage, aber ich brauche sie aus rein optischen Gründen. Ich brauche sie aus optischen Gründen. Es tut mir leid. Kann das nicht ändern. Aber ich habe kein Crew-Compartment gedöns. So, oh, das Teleskop auf jeden Fall. Damit können wir viele Berichte machen. Den Solarpartikelscanner. Das Magnetometer. Das RWPS macht auch irgendwie Sinn. Sticht wahrscheinlich wieder alles andere kaputt. Jupp, tut es. So, was haben wir hier noch Schönes? Advanced Gu hatten wir gerade schon, oder? Ja. Die multispektrale Imaging-Plattform. Es wird Zeit. Soil Moisture Scanner. Auch das. Oh, ich habe ein paar schöne Experimente mittlerweile. Sehr gut. Woher auch immer die gerade kommen. Ich bin bereit, das zu akzeptieren. Kannst du so arbeiten? Da willst du nicht sein. Du willst hier sein. Ah, das Problem ist, dass es nicht die gleiche Höhe hat, oder? Meinst du? Ich guck mal. Aber... Ja, was crewmäßig ginge, wäre natürlich dann... Ja, aber eigentlich ist es eh schon fake. Durch das Clipping. Ah, nee, und dann mache ich da in die Seitenrichtung. Ah. Muss ich aber echt aufpassen. Muss mal schauen, ob das so gut funktioniert. Versuch macht klug. Nee, nee, mit der Unterkonstruktion, also so echten Transfer sowieso nicht. Der ist schon durch. Ah, das ist halt auch nicht ganz so flach. Nee. Ich würde bei den Batterien bleiben, was ändert funktional nichts daran. Das ist halt. Ist eine ausgehöhlte Batterie. Check. Die hat in der Mitte natürlich einen Crew-Tunnel. Aus Gründen. So. Wir sind halt noch etwas frisch. So. So, was haben wir noch? Separation bringt mir nichts. Bla bla bla. Gorsat. Can only be used from high orbit. Das nutzt mir an der Raumstation nichts.
Nope, das ist es erstmal. Jetzt gucken wir mal, was Universal Storage noch so kann unterwegs. Wir könnten so einen KISS-Container noch irgendwo anbauen, wenn wir Kompromisse schaffen. Mit Kompromisse schaffen meine ich sowas wie... Wir leben einfach mal, dass diese Dinger sich gegenseitig erstechen. Kommst du da dran vorbei? Komm schon, sei cool. Hier passiert. Komm mal her. Ja, VPS Antenne. Du musst nicht viel machen. Du kannst hier ran. Deine komischen Dinger ausfahren. Korrekt? Völlig korrekt. Sehr schön. Okay, und dann haben wir ein Zweierfeld frei und da würde ich gucken. Irgendwo Außenbords anflanschen. Ne. Also ja, kann ich schon, aber ich hätte das gerne in dem Fairing drin. Einfach weil es ein bisschen ordentlicher aussieht. So, rein technisch kann man alles irgendwie überall anflanschen, aber ich möchte das nicht. Ich hätte gern. Container. Das ist er. Ein Schrank für unterwegs. Sehr schön. Dann können wir da ein bisschen Stuff reinbauen. Apropos Stuff reinbauen. Da können wir natürlich direkt auch ein bisschen Werkzeug hinterlegen. Nämlich einen Akkuschraubomaten. Es geht da noch rein. Was immer gut ist, so ein Notfall-Solarpaneele. So für richtig heftige Notfälle. So, das reicht erstmal. Zack. Vielleicht noch ein zweiter Schraubomat. Close. So, ich denke, damit haben wir erstmal ein bisschen was geschaffen. Da machen wir jetzt einen Deckel drumherum. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Orbit Check. Docking Node, da müssen wir nochmal gucken, dass wir eventuell einen richtigen Docking Port hier oben drauf setzen, einfach um sicher zu gehen, dass er das akzeptiert. So. We have one of the following power generators. Ist einfach ein Häkchen dran, alles cool. We have supplies. Support 4 Kerbals. Wir supporten doch aber 4 Kerbals. Sowas von. Supplies on board haben wir hiermit gelöst. Wir haben das Mobile Lab. Check. Okay. Ich glaube, das passt. Jetzt kommt das Fairing dran. Das ist erstmal der erste Part. Nein, jetzt kommt erstmal noch der Construction Port wieder dran. Construction. Ach ne, der ist im Fairing drin, alles gut. So, das ist nicht so gut. Das editieren wir nochmal. Zack.
Ja, Antenne. Es ist so hart wichtig. Im ersten Schwung schon. Ich baue jetzt mal eine mit ran. Aber die will ich ins Erweiterungsmodul. Also das ist jetzt nur für mich ein Übergang. Weil der Probe Core hat in sich eine eigene Reichweite. Das sollte eigentlich ganz gut passen. So. Die Probe Cores haben immer eine eigene Reichweite, also da immer entspannt sein. Die haben immer auch eine eigene 5K-Antenne. Also von daher mit einem entsprechenden, einer entsprechenden Bodenstation, die verfügbar ist, ist das meist entspannter, als man denkt. So. Genau, da will ich lieber später auf den Auslegern schöne Probe Cores haben. Also schöne Dings haben. Ne, die Supplies sind hier drin. Hier sind 300 Supplies schon mal drin und Dünger auch für später, damit ich da jetzt erstmal noch keine riesen Tanks anbringen muss. So, das Ganze wiegt jetzt 17,597 Tonnen. Das ist relativ überschaubar, finde ich. Wie viel ist in so einem großen Tank drin? 4500 Supplies. So, das packen wir erstmal wieder ein. Dann kann ich hier nämlich auch wieder umstellen. Zack. So. Was machen wir draus? Was machen wir draus? Nehme ich die Supplies jetzt noch mit oder nehme ich sie nicht mit? Ich brauche sie eigentlich nicht. Ich erfülle nur den Auftrag damit. Ich mache das in die Ausleger rein. Alles gut. Gut, Freunde der Nacht. Freunde der Nacht. Bauen wir eine Rakete drunter. Also, das hier wird meine... Bring es in den richtigen Orbit Stage, nenne ich sie mal. Fürsorglicherweise. Moin, Frank the Tank. Ne? Wie ist das? Also, ich brauche noch eine saubere Engine Plate. Sonst sieht das hier wieder gruselig aus. So, 246 Meter pro Sekunde. Na gut, man könnte vielleicht einen etwas größeren Tank dafür benutzen. Dann hat man auch ein bisschen mehr Optionen. So, zack. 484, das reicht. Das ist wirklich nur, um den Orbit zu finalisieren, gerade zu ziehen, zu gucken, dass das halbwegs passt. So, dann kommt ein Decoupler, den ich immer am falschen Punkt anbringe. Zack. Dann zack. Reicht das mit einem Pudel? Ach so, verdammt, ich habe mich schon wieder selber getrollt. Dann können wir bei dem kleinen Tank bleiben. Natürlich sollte man vor den Berechnungen vielleicht mal umstellen auf... Na komm. Das ist nämlich eh schon 582 Delta V, das macht da vieles einfacher. Hier haben wir dann 0,56 Thrust Weight bei 1472. Ja, ist halt Upper Stage. Okay. Können wir machen. 0,56. So, da muss aber da drunter ein bisschen was krachen. Zack. Ein paar ältere Folgen abarbeiten. So viele sind es aber gar nicht. Ich habe ja neu gestartet. Wir sind jetzt bei Folge 6, 7. Also... Bevor du dir alles anguckst, ich habe vor ein paar Folgen neu gestartet. Einfach mal in die Sammlung hier auf Twitch gucken. Da gibt es eine Sammlung mit allen Folgen bisher. Das ist so viel nicht, bevor du dir jetzt irgendwie Hunderte anguckst und dann feststellst, oh, da hat er dann neu gestartet. Das würde ich dir gerne sparen. Weil es irgendwie kacke wäre. So.
Ach komm, was soll der Geiz? Ganz schön teuer. Vielleicht bin ich doch geizig. Habe ich schon Mainsail? Ich hätte theoretisch ein Mainsail. Der Mainsail macht theoretisch, dass es alles viel zu hoch und zu schwer ist. Okay, wir machen das Upgrade jetzt aber gleich vom Launchpad. Das ist nicht so wild. Bla bla bla. Das kommt so. Dann machen wir viel zu lange damit gewartet, sie zu kaufen. Es wird Zeit. Ich habe die noch nie probiert, Toaster. Ich habe immer Schiss, dass der die Engine Plate decoupelt. Decoupelt der nach unten weg und die Engine Plate bleibt. Und ich habe immer Schiss, dass er die Engine Plate abkoppelt. Deshalb habe ich es noch nie ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Reliant in dem Falle. Ach so, super. Dann machen wir das heute doch einfach mal das erste Mal. Das ist der Pudel. Das ist der. Dann den weg. Und den ran. Wenn es nicht geht, ist Toaster-Schild. So einfach funktioniert Risiko-Outsourcing. Zack. Eieieiei. Da. Klippt das Triebwerk ein bisschen? Ja, ich befürchte, es klippt jetzt ein bisschen in den Tank unten rein. Weil das hatte ich eigentlich durch den Decouplerring gelöst. Aber müssen wir halt einfach von Medium auf Medium Long gehen. Hui. Wow, die matchen jetzt, ne? Whatever. Whatsoever. So. Dann machen wir hier noch Flügelchen ran. Und eine Startrampe. Und dann gucken wir gleich mal, was die Berechnung sagt. So. Wir starten damit, dass wir das alles anmachen. In der nächsten Stage machen wir das da alles weg. Reicht eigentlich komplett. Sea Level Trust ist 1,62. Das reicht auch total aus. Also eigentlich alles gut. Gut, ein bisschen Verlust unten, aber das sollte sich schnell ausgleichen. So, gewichtsmäßig sind wir sogar noch im Limit. Höhentechnisch nicht ganz. Das fixen wir jetzt einmal schnell. Und dann fliegen wir das Ding in Orbit. Zumindest schon mal die erste, den ersten Kern. Die Oberstufen sind 0,54 und ganz, ganz oben ist sehr wenig, aber das ist nur noch für Orbitalbewegung eigentlich. So, wir upgraden El Peto del Lancho.
Genau, Truss-Weight der Oberstufen sollte die Upper Stage, also die echte Upper Stage, hat so 0,54 gehabt. Gucken wir gleich nochmal rein, aber 0,54 und die, also die hier ist sowieso noch fein und die hier hat 0,56 sogar. Genau. Und dann sind wir eigentlich gut durch. Gut, Freunde, dann let's do this. Lasst uns diesen Space-Spargel in den Orbit bringen, damit wir dann weiterbauen können. Weil die eigentliche Idee dahinter ist ja jetzt noch mit Seitenauslegern das ein bisschen zu verbessern noch. So, und deshalb auf geht's. 130 km wird schon. Hauptsache es explodiert nicht auf dem Launchpad. Das wäre peinlich. Das wäre richtig peinlich und richtig teuer. Gestruttet? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen geautostruttet. Nicht so richtig gestruttet, nur so ein bisschen Auto. Oh shit, da ist bestimmt ein Körbel reingerutscht, oder? Da, du Streber. Na gut, das musst du jetzt auch ausbaden. Haben wir alles. Jab, 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 jab. Naja, der hat genug Supplies für 27 Tage. Bis dann sind wir da. Und bringen mehr. Jebediah wohnt ab jetzt da oben. Hat er gerade beschlossen. In diesem Sinne, los geht's. Genau, ein Leck getroffen. Also, was ist jetzt kaputt? Was ist jetzt kaputt? Bisschen Zug raus. Gesamtkraut ziemlich gehämmert. Turn nach oben machen. Aber ganz okay, muss ich sagen. Also für die Größe der Station ist es echt in Ordnung. Für die Größe der Station ist es sehr, sehr in Ordnung. Zu machen, weil ich noch schlecht gesteuert habe. Also, wenn dann mein Versagen. So, jetzt schauen wir, dass wir das Ding noch. Ach, ich brauche ein bisschen mehr Höhe. Because of next stage. Keine gute Stage. Just let me show this. Go, 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 go. Ich hoffe, das geht gut für dich, Jeb. Diese Stage eigentlich keine angezeigte Trust Weight. Muss ich mir Sorgen machen?
So, hoch die Nase, raus aus der kackten Atmosphäre, please. Okay, es klappt. Sieht gut aus. Juti. Ich glaube, orbitmäßig sieht das alles ganz entspannt aus. So, wie gesagt, das sind jetzt erstmal die Übergangs-Solarpaneele, weil ich gerne das hier so seitlich mit Auslegern lösen möchte. Sehr gut, das hat auch sehr schön hingehauen. Ich hatte kurz ein bisschen Befürchtung, dass ich zu flach mit der ersten Stage gegangen bin, aber durch die hohe Geschwindigkeit hat sich's relativ gut ausgeglichen. Wir sind schön sauber raus. Ich gehe jetzt noch auf Höhe mit der Kiste und wir sollten noch genug Gewicht haben, dass das auch ein kleines Leckerli von Massive Scale Launches gibt. Mal gucken. Ich gehe mal auf 150 Kilometer mit der Raumstation. Ah, wir sind noch nicht ganz im Orbit. Ärgerlich. Massive Scale Launches kann noch nicht ziehen. Es fehlen noch ein paar hundert Meter. Oh, was ist hier los? Irgendwas ist an, was Recyclers zu kräftig für das. Das ist okay. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Wir brauchen den Recycler jetzt noch nicht. Das ist ja auch noch nicht die finale Stromversorgung. Das können die Batterien im Moment. Die Batterien, sage ich schon. Das kann die Stromversorgung noch nicht leisten bisher. Die kleinen Spaßpanels da. So. Lass mich noch kurz drehen. Und dann Cravey will auch ein Leckerli. Na gut. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Wird mir die nächste Mission bemanne die Raumstation. Das kann natürlich sein. Noch ist sie ja nicht abgeschlossen. Ich jab innerhalb einer Stunde retten. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. 40.000. So, aber es ist safe. Die Vessel Type ist nämlich noch nicht Station. Wir können ihn einfach abholen mit dem nächsten Ding. Und die Vessel dann erst zu einer Station machen. Dann ist sie nicht bekörbelt. Wie gut ist das denn, oder? Wir bringen da jetzt eine Stromversorgung hoch, die sich gewaschen hat. Und dann so, wir wollen auf der Apoapsis nochmal beschleunigen.
Aber was schon mal erschreckend war, ist, wie schnell das Recycling tatsächlich die Batterie leer gezogen hat. Das könnte nachts ein Problem werden. Müssen wir mal gucken. So. Das heißt, wir bringen jetzt ein Raumschiff hoch, was Jebediah abholen kann und eine bessere Stromversorgung mitbringt. Und vielleicht gleich direkt mal Batterien, viele Batterien neben der Stromversorgung. Vielleicht so ein Batterieausleger mit Solarzellen dran. Das wäre doch mal was. Das wäre mal eine Maßnahme, so als nächstes Bauteil der Station. PS, es gibt gerade günstig Plätze als Wissenschaftler zu haben. So, good enough. Sehr schön, dann geht's erstmal zurück ins Spätzle Center. Jetzt bauen wir uns den Stromausleger. Wie gesagt, passiver Speicher und aktive Erzeugung. Also, ich würde jetzt auf irgend sowas spekulieren wie. Schauen wir mal. Ein Kern aus Batterien mit richtig großen Solarauslegern dran. Mal sehen. Neues Schiff. Also, es beginnt natürlich mit einem Construction Port, sonst wäre es ja albern. Zack. Damit wir das nachher andocken können. Deshalb muss es auch in irgendeiner Form ein Probe-Core haben. Und weil ich richtig faul bin, nehmen wir den neuen, der kann ein paar mehr Manöver. So. Der Hex. Sehr schön. In den Hex lassen wir jetzt ein Batterieteil ein. Ist das der hier? Nee, ganz größer muss er. Noch besser. Da kommt auch noch ein Stabilizer drunter. Der hat nämlich auch Hohlraum. Fühle ich mich beim Klippen gleich nur noch halb so schlecht. So, und jetzt müssen wir uns dann gleich was überlegen. So, das Andocken können wir hinten mit dem Raumschiff für Jebediah machen. Jetzt brauchen wir was, was Strom speichern kann und uns eine Struktur gibt. Ich könnte jetzt natürlich 1000 Milliarden dieser Dinger hintereinander machen. Oder ich nehme das da. Sehr gut, wenn wir das scannen. Oh ja. Oh ja, da geht was. Sehr schön, das ist doch gut. Das ist doch gut. Das ist meine Ansage. So, die Dinger speichern jetzt was? 22.400, während der große 4.000 speichert. Ja, dann können wir noch Teile sparen. Pass auf. Dann nehmen wir doch die zwei da noch weg. So, die Frage ist, einer geht noch. Einer geht noch. So. Und dann ist das gleichzeitig eine Möglichkeit anzudocken, also richtig anzudocken mit einem Docking-Docking-Port. Gut. Wie groß sind die? Wenn da die Batterieanzeige ist, machen wir das hier. Zack. Was wäre? Hundertvierundzwanzig.
124. Sehr gut. Genau, die quetschen sich durch den Batterieblock. Nee, da würde ich einfach nur was von außen andocken. Das ist ja... Es muss ja nicht immer ein Körbel durchgehen. Es muss ja nicht immer ein Körbel durchgehen. Aber was anderes, so richtige Strukturdinger mit einem Tunnel haben wir halt einfach auch noch nicht, ne? Leider. So eine Truss-Konstruktion oder sowas. Ja. So, ja, ja, auf jeden Fall zweifach. Das war jetzt erstmal nur zum Gucken mit der Größe. Das sieht aber ganz gut aus. So. So, das wäre unser Solarausleger. Den würde ich jetzt als nächste Stage hochbringen, zusammen mit einem Evakuierungsteil für... Mir ist noch was viel Besseres eingefallen. Ach shit, das können wir aber da nicht anbauen. Ah doch, vielleicht können wir es da anbauen. Mal gucken. So, wenn das jetzt so ist, hier kann man andocken. Hier kann man andocken. Wie groß bist du? Wir können das noch als Relay benutzen. Direkt. Als richtig gute Relay-Antenne. Live-Support-Tanks sind halt eine andere Größe nochmal. Wir könnten natürlich gucken, statt dem schmalen, das würde natürlich der Optik der Station auch eher taugen, wenn man sagt, man geht in die Breite tatsächlich, dann würden wir, oh, das wäre natürlich cool. Also wo mir das wirklich gefallen würde, neben der Optik, die wir ein bisschen aufpeppen, wir sparen massiv Bauteile, ne, wenn wir das tun. Richtig massiv. Dann würde ich aber den Stabilizer hier rausnehmen. Dass wir nämlich sagen, wir gehen mit noch viel weniger Parts an die Sache ran und bauen hier wirklich zwei richtig massive Batterietanks. Das ist auch teuer. Alter, ist das teuer. Alter, ist das teuer. Nope. Nope, 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 nope. Die sind viel zu teuer, wenn wir die so hochskalieren. Leck mich am Arsch. Das werden wir nicht tun. Das kann ich nicht bezahlen. Das war gerade mehr, als mein Raumfahrtprogramm hergegeben hat. Wir machen das also in semi-professionell.
teuer genug. Das ist teuer genug. So, dann haben wir hier. Bisschen Funkrelay und gut ist. So, dann kommt eine Rückkehroption für Mr. Kerman. So, das müsste nämlich auch so gehen. Zack. Schild unten dran. Zack. Kriegst einen kleinen Decoupler. Und du kriegst natürlich auch zwei Fallschirme. Ich bin ja nicht so zu dir. Wäre das nicht gut, wenn die Rettungskapsel alle vier Besatzungsmitglieder... Das ist nur, um Jebediah jetzt erstmal rauszuholen, damit wir den Folgeauftrag vielleicht noch kriegen, diese Raumstation zu bekörbeln. Kerman Space Station... Ah, manchmal rock ich richtig, was so... Benamung angeht. Manchmal geht es richtig mit mir durch. So. Zack, schöne kleine Rakete. Stromerzeugung machen wir hier schön. Zwei Passivpanels. Hauptsache billig. So, und dann kommt noch ein bisschen Monopropellant mit dazu. So. Damit haben wir das. Das hat dann im Vakuum auch gute 622 Meter pro Sekunde. Das ist doch völlig fair. Sehr schön. Und wir nehmen nochmal echte Struts mit, um sicherzugehen, dass das hier beim Start nicht auseinanderbricht. Jawohl. Machen wir nicht. So, die Kappler 1,8 Meter sollte reichen. Dann kommt, ich muss jetzt aufpassen, dass es nicht zu teuer wird. 2,5er Fairing außenrum. So. Dann machen wir da eine schöne, gediegene Upper Stage mit dem Pudel. Die schafft schon alleine fast den Orbit. Und dann hoffe ich mal, das wäre so ein bisschen mein Träumchen dahinter, dass wir es vielleicht mit dem Skipper bewältigt bekommen. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn es nicht ganz so teuer wird. Ja. Upper Stage fetzt. Die Stage fetzt nicht so. Ja, wir nehmen zwei Booster mit rein und gut ist.
So. Oh, 160.000 ist schon ordentlich in der Kategorie. So, wir haben Antennen. Die müssten eigentlich auch schon funktionieren. Während dem Aufstieg. Bisschen noch rumstrotten und dann soll es das gewesen sein. So. Mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Eigentlich müsste es hinhauen. So, Sea Level 1,48er Thrust. Das sieht gut aus. Ich irgendwas vergessen? Insgesamt mehr als genug Delta V. Stimmt, Kabel. Nee, hat sich keiner reingeschlichen, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Duty. Da hätte ich gesagt, lasst uns das Ding seiner Aufgabe zuführen. Mal sehen, ob das funktioniert, weil dann hätten wir schon mal eine ganz geschmeidige Stromversorgung, hätten Jebediah da oben raus und könnten eventuell im nächsten Stream die Besatzung hochbringen, beziehungsweise noch den anderen Ausleger fertig bauen. Ich würde es jetzt bei der ersten Version der Kerbin Space Station auch echt nicht übertreiben. Aber halt die coolen Bauteile noch nicht. Nee. So. Gut, dann müssen wir einmal gucken, wann die Raumstation vorbeikommt. Das tat sie gerade. Aber wir können ja natürlich auch hinterher fliegen. Komm. Was soll der Geiz? Start! So, das sieht doch mal sehr gut aus. Ordentlich Druck auf dem Oschi drauf. Crazy Day, gute Nacht. Schlaf schön. Und vielleicht bis Dienstag. So, Booster sind durch. Sehr guter Start. Sehr, sehr guter Start. Das hat super geklappt, muss ich sagen.
Altitude. Ich denke, wir können bisher sagen, läuft. Wir müssen es nur noch in den Orbit hochschieben. Und auch das sollte kein Problem mehr sein. Wir haben so unglaublich viele Delta V übrig noch. Und so wirklich sehr, sehr schön rausgestartet. Also das hat tatsächlich geklappt wie im Bilderbuch. Ist da ungefähr? Ja, gleich. 60 Kilometer. Hallo? Sorry. Komisch. So, Raumstation ist auf 159, also knapp 160 Kilometern Höhe. Wir werden uns... Ja. So, ich hoffe, das passt, dass wir eine Funkabdeckung kriegen bis da hinten. Also ich bleibe jetzt auf einem schönen, tiefen Orbit, um die Raumstation schnell einzuholen. Logischerweise. So, Relay klappt auch sehr gut. Sieht doch alles ganz geschmeidig aus. So, wir zirkularisieren das jetzt noch. Und dann ist Aufholjagd angesagt. Und Feuer. Oh, hat sogar noch 40.000 zurückgegeben. Das ist doch schön. Dann war das gar nicht so teuer, der kleine Ausflug hier. Gut, jetzt müssen wir mal schauen. Ich denke, vielleicht klappt es sogar schon, aber ich glaube ehrlich gesagt noch nicht. Na doch, gar nicht so schlecht geschätzt. Sieben Kilometer nehmen wir. So, die sollten sich grob decken, der Prograde und unser Manöver. Ja, und dann treffen wir uns dann doch relativ bald mit der Raumstation. Können Jebediah nach Hause bringen. Sehr schön, ich glaube, wir sind sehr gut unterwegs. Der Rakete ist fast schon eine Schande, so viel Treibstoff dann gleich wegzuwerfen, aber so ist das halt. Gut, was wird draus? 6,9 Kilometer. Ist fine for me. Da ist sie. Ich
Schönen guten Tag, Herr von und zu Raumstation. Wir haben hier eine Lieferung für Sie. Mit Ihrem Stromaggregat. So, wir kommen auf 6,8 Kilometer ran. Die werden wir natürlich auch nehmen. Und da einmal kurz anbremsen. Gut, dann bringen wir das Baby rüber. Wir haben es ja. Delta V-mäßig heute ein bisschen. Machen wir da jetzt auch kein großes Getue mit. Muss ich aber mal schnell die Drehung einleiten. So. Sehr schön. Ich überlege fast, ich glaube, ich werde den Tank dann. Ich glaube, mit deorbiten, dann haben wir oben nicht so viel Trümmer rumliegen. Bisschen spät gezündet. Das ist okay. Juti, dann gucken wir mal kurz. Das ist. Das ist unser Ziel. Richtig? Nee, das ist unser Ziel seitlich. Control von hier. Ich darf es noch nicht setzen. Na gut. Dann noch nicht. Dann müssen wir noch ein bisschen näher ran. Bevor wir das tun können. Jetzt sieht es gut aus. Jetzt sieht es gut aus. So, ich würde sagen, Musik ab. Docking-lastiger Stream heute. Oh, habe ich da was vergessen? Ich glaube, ich habe vergessen, ihn die Dings wegzunehmen. Die Authority. Ist das schlimm? Nein, Drop haben wir genug. Ist okay.
bisschen nervig, es ist. Sehr schön, da haben wir das doch. Das ging ja bedeutend schmerzfreier als gedacht. So, die eine Sache, die wir jetzt mal tun werden, ist uns schon mal davon hier entledigen. So, und jetzt werden wir... Control from here... ein bisschen, jetzt muss man kurz warten, dass der Drift hier ein bisschen sein Übriges tut. Dann werden wir nämlich gleich einmal die Station ein bisschen im Orbit absenken. Dann sind wir von dem Teil nämlich schon mal weg. Hi Jebediah, wir bringen dich mal kurz ein Stück weiter. Zack, dann gehen wir jetzt nämlich einfach mal auf 150 Kilometer runter, so wie es ursprünglich mal geplant war. Dann sind wir das Teil dann nämlich schon mal los. So. Das hier können wir schon mal festmachen. Sind wir sauber dran? Das sieht ziemlich gut aus. Dann. Hervorragend. Dran gebaut. So. Mit Receiver. Jetzt gehen wir aber mal zu Periapsis mit der ganzen Geschichte. Ah, das sieht doch schon mal nach Raumstation aus, Freunde. So ein schöner Solarpanelarm. Wie sich das gehört. Ich bin ein bisschen weit geworbt. Ich weiß nicht, ob ich es hier so schnell gedreht bekomme. So, und dann können wir nämlich auf die andere Seite entweder noch so einen Arm bauen oder man kann drüben die Kühlpanels bauen. Müssen wir mal gucken, wie wir da weitermachen. Müssen wir heute nicht mehr entscheiden. Aber deshalb wollte ich die auch so hochskaliert haben und so groß. Weil das halt einfach echt viel hergibt. Diese
Ich finde, diese großen Solarpaneele auf einem Ausleger, das ist halt einfach so der. Du kannst bauen, was du willst. Das kann aussehen wie ein Klumpen Dreck. Aber wenn du das dran hast, denkt jeder sofort, ah, ISS. Das ist der Trick. Das ist der einzige Trick dahinter. So, jetzt machen wir noch das Ding hier. Das war nicht, was ich wollte. Das ist, was ich wollte. Von Drehachse her. Dass wir hier schön die Solarpaneele in der Sonne stehen haben. Und das erfüllt sogar noch den Zweck, dass wir eine relativ hochreichweiten Relaisstation haben. Dominon, vielen lieben Dank fürs Sub. Ich versuche hier gerade mal die Raumstation zu bremsen. So, vielen lieben Dank für den Sub und ganz viel Spaß. Oder für den Resub. Ganz viel Spaß weiterhin mit den Kirby-Modes und natürlich mit der jetzt bronzenen Rakete. Man kann das immer so schlecht erkennen, wenn es von Holz auf Bronze geht. Aber es ist Bronze, glaub mir. Glaub mir, nach 3 Monaten ist es Bronze. So, jetzt muss Jebediah hier noch seinen Weg nach Hause finden. Und dann haben wir hoffentlich eine hochfunktionale Superraumstation, mit der wir total viel Spaß haben werden in Zukunft noch. Also erfahrungsgemäß ist das immer die erste, die... Naja, die ist so-so. Aber ich finde das schon mal gar nicht schlecht vom Ansatz her. Wir haben halt die ganzen coolen Raumstation-Parts einfach noch nicht. Da muss ich noch mal gucken, aber ich glaube tatsächlich, die MKS-Parts kommen wirklich erst später. Das hatte schon Sinn. Ich prüfe das noch mal, ob die sauber da sind. Aber eigentlich sind sie installiert. Und ich glaube, die kommen wirklich, wirklich, wirklich viel später. Zack. So. Mit wir meinen wir du, oder Neo? So, ich glaube, das ist okay, wenn ich das jetzt tue. Rückwärtsgang. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zack, Toggle-Info. Altitude. 6000, 1000, Kapitalschutz, zack, Arm. Jetzt muss ich mal gucken, ich hoffe, der dreht mir nicht durch. Orbit, Retrograd, please. Und wir bringen ihn einfach auf schnellstem Wege nach Hause. Also nicht auf allerschnellsten, dann ist er, glaube ich, tot, aber ihr wisst schon, was ich meine. So. Freunde, Bremsung einleiten. Tschüss. Ich finde, wir haben echt was geschafft. Das sieht wirklich schick aus. Das hat was. Da kann man nochmal drüber reden, ob man die vielleicht ein bisschen so in die Sonne dreht oder so. Aber ansonsten schön. Ich glaube, für den nächsten Abend könnte man nochmal überlegen, ob man den hier noch mit einem Rotator, mit so einem Robotik-Part tatsächlich versieht. Dass man den mitdrehen kann. Aber an sich, super Sache. An sich eine super Sache. So. And now, for your part, Jebediah. Wir bremsen einfach mal alles weg. Einfach nur, weil es geht. So. Station umbenennen kommt gleich noch. Ich wollte jetzt erstmal Jebediah nach Hause bringen, bevor bei dem irgendwas versagt. Aber es sieht alles ganz gut aus. Die Taschen und so weiter ist alles noch im grünen Bereich. Genau, unsere letzte Amtshandlung für heute wird sein, die Station zur Station zu machen. Damit sie ihren 2-Tages-Countdown beginnt. Damit diese Mission gültig wird. Und wir können uns dann nämlich beim nächsten Mal damit beschäftigen, die Wissenschaftler hochzubringen. Und die Experimente einzufriemeln und alles sowas. Und natürlich noch ein bisschen mehr Live-Support, weil das ist jetzt relativ dünn. Das
ist jetzt relativ dünn. So, ich glaube, so sieht das doch nach einem guten Absturz aus. Hallo, Atmosphäre. Und Pinatencremesuppe. Okay, ich muss zugeben, ich hatte dich vorhin schon gelesen, aber wenn man es vorliest, ist es wirklich lustig. Vielen lieben Dank für den Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kolonauten. Cooler Nickname. Ich bin vermutlich nicht der Erste, der dir das sagt, aber cooler Nickname. So, jetzt bremsen wir hier noch ein bisschen. Einfach, weil es geht. Aber kommt vielleicht ein bisschen heiß und schnell, ne? Ich mach mal lieber so. Die Kapsel soll sich mal schön selber bremsen. Damit das mit dem Fallschirm funktioniert. Der blöde Antrieb reicht dafür nicht. Ich möchte ihn nicht umbringen. Oh, guck mal, jetzt fängt es sich. Hi! Na? Das ist doch auch mal. Shoot and powered landing. 2-in-1. So, jetzt kommen gleich die Schirme. Zack. Und wir bremsen schön. Und jetzt kommt auch das Teil. Ah, das ist wieder aus der Kategorie. Hätte man vorher drüber nachdenken sollen. Aber irgendwas ist ja erfahrungsgemäß immer. Es fliegt so hin und her unkontrolliert, ne? Voll gut. Oh Gott. Ein Nervenkitzeltriller. Oh, ich glaube, es dreht jetzt ab. Tschüss. Weitere Sache, die man als Konstruktion nicht bei der NASA vorschlagen sollte. Eieieiei. Okay. Platsch. Und wir recovern. So, dann drehen wir jetzt noch die Raumstation auf Raumstation. Und dann, wie gesagt, wenn ihr mal in euch gehen wollt, wie gesagt, für ein Tausi mit euren Körbel-Dollars könnt ihr euch einen Körbel kaufen. Mit 2500 Körbel-Dollar könnt ihr euch einen Veteranen-Körbel kaufen und Posten, die gerade angebracht werden. Ich brauche Wissenschaftler für die Raumstation und ich brauche Biologen, zum Beispiel also ein Biologen oder Biologin, um die Nom-O-Matic in Betrieb zu nehmen. Nur so, just saying. So, das ist fertig. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal zur Raumstation hoch, schalten die an und dann gucken wir mal, wem wir heute heimsuchen gehen. Damit meine ich natürlich Raiden. Aber erstmal Raumstation. So, weil der geht's eigentlich gut, also eigentlich ist die perfekt für unseren Auftrag und auch für die Zukunft gar nicht schlecht ausgestattet. Wie gesagt, der zweite Ausleger muss noch ein bisschen Live-Support und sowas ran. Oder in der Verlängerung, aber ich würde sie diesmal nicht so in die Länge bauen. Und was jetzt noch passieren muss, ist, zack, Rename Vessel, Type, Station, Accept. 2 days, sie laufen. Und eure Expedition läuft auch, wie ich sehe. Ich hoffe, ihr kommt damit noch durch.